Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei League of Legends TFT. Ja, ich möchte Gold erreichen und deswegen zocken wir. Silber 4, 0 Punkte. Das ist wundervoll. Ja, schauen wir mal. Also, gestern hatten wir versucht, Magier zu bekommen. Ich habe leider nur 6 Stück erreicht, weil ich keinen Chosen Magier oder nochmal mit dem Fun-Wender einen Magier bekommen habe. Ich hoffe, wir können es natürlich diesmal besser machen. Deswegen würde ich sagen, auf in die Schlacht. So. Kann ich dir gleich erklären, was ich so zocke. Mal eben kurz mein Video. Mein Video senden. So, einmal teilen bitte. Teilen ist immer gut. Kann ich das noch mehr teilen? Kann ich noch mehr teilen? Alles klar. Dann würde ich sagen, auf in die Schlacht. So. An so einem wunderschönen Sonntag einfach mal eine herrliche Runde zocken. Okay, hier haben wir schon mal Brand wieder. Brand ist schon mal gut. Ich nehme mal Brand. Erstmal Brand. Ich versuche natürlich auch nochmal auf die Magier. Aber, wenn wir natürlich noch was Besseres bekommen, schauen wir mal. Ich will jetzt auf jeden Fall gewinnen, weil letztes Mal irgendwas zu erzwingen, bringt mich nicht dazu, dass ich hier Erster oder sonst was werde. So wie gestern mit dem Magier, das war leider nicht so gut. Davor die Runde wurde ich Zweiter, weil ich, da habe ich auch eine ganz andere Kombo gehabt. Mal gucken. Aber Brand ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Na, da gucken wir mal, dass ich hier ein bisschen Schaden anrichte. Aber man kann mich gut sehen, ne? Ja. Oh, was haben wir denn hier so Schönes? Was ist das denn für einer? Fabelwesen. Ah, den Entzieher, der ist gut. Okay, hier ist jetzt nichts, was ich brauche. Dann nehme ich dich mal rein. Euch verkaufe ich. Und da könnte ich noch einen reinholen. Gibt es denn irgendwas, was ich hier noch brauche von denen? Ah, Hüte habe ich gar keinen Bock eigentlich. Ich nehme jetzt einfach mal kurz die hier. Aber ich tue die gleich wieder raus. So. Doppelschwert ist auch geil. Ah, da haben wir es. Magier. Die Magier als Chosen. Jetzt, meine Lieben, heißt es Magier 7. Jetzt werde ich mir 7 Magier reindonnern. Das wird geil. Und dir könnte ich das geben. Ja, das wird auch ein geiler Angriff. Alles klar. Wisst ihr Bescheid. Jetzt mache ich einen Magier auf 7. 100, ah, das könnt ihr gar nicht erkennen, ne? Ich muss das gleich euch anders zeigen. So, die Magier haben bei 7 Stück 135% ihre Gesamtfähigkeiten Stärke und die machen doppelten Angriff. Boah, das wird gigantisch. Gigantisch. So, ich tue ich weg. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich noch den Braum reinhole. Dass ich die Drachenseele voll habe und einen guten Tank habe bei den Magiern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann ich jetzt eigentlich? Ja. Weil dann haben wir das nämlich auch. Und den Rest mache ich Magier. Und es ist gut, wenn ich einen Tank habe, der mir die Gegner vom Leib hält. Dann können meine Magier nämlich schön von hinten rein donnern. Ihr seht schon, der Braum, der ist sehr gut. Der macht jetzt so ein Schild. Und der verliert kaum noch Lebensenergie. Und meine Magier können schön von hinten reinlutzen da. Ah, schön.
Eieieiei. Aber natürlich gewonnen. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall. Magier habe ich schon drei. Also den Vega würde ich ganz gerne haben. Hier brauche ich gar keinen. Deswegen mache ich jetzt so. Ah, da ist noch ein Magier. Brand. Den muss ich stoppen. Einen nur. Nur der Brand. Okay. Also mein Speed-Ding hebe ich auf für den Vega. Weil der definitiv, wenn ich da auf Speed oder sowas mache, dann geht der schon gut ab. Ein wunderschöner Sonntagmorgen. Obwohl, wir haben schon 2:30, schon Mittag. So, da haben wir den nämlich auch schon umgehauen. Mal gucken. Dann kann ich gleich mein nächstes Level erhöhen. Aber erstmal nehmen wir den Brand rein. Können wir denn noch einen? Nee. Da ist Vega. Oh yeah. Und Twisted. Den versuche ich auf 3 zu machen. Einfach nur, weil es der Chosen ist. Also den muss ich jetzt gleich holen. Und dann gebe ich ihm auch natürlich hier den Bogen. Hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut. Also ich habe Magier auf Chosen und versuche diese neue Combo zu machen. Und zwar Magier auf 7, also 7 Magier, 135% Fähigkeitenstärke und doppelten Angriff. Das haut rein. Bruder, bei der Spiel kannst du direkt TFT auswählen. Okay. Muss ich dann nochmal einstellen. Weil ich habe das immer wieder eingegeben und das wurde mir nicht gezeigt. Und jedes Mal hat er dann immer... Ja, ja, ich weiß. Dann hat er immer sofort auf League of Legends schon. Keine Ahnung warum. Das hat mich eh schon gewundert. Oh, das wäre geil. Wenn ich den Vega hier bekomme. Aber ich bin Vorletzter. Also, oder besser gesagt, 2. gerade. Ah, es ist immer so, die klauen immer das, was du brauchst, ne? Es ist so furchtbar, ne? Boah. Der klaut mir auch den Bogen. Na klar, natürlich. Ihr kleinen, dreckigen Hobbits. So, ich nehme mal hier. Weil, dann kann ich mir nämlich gleich ein Hand of Justice machen. Ja, ich bin Silber 4. Mit 0 Punkten. Und eingestuft wurde ich Bronze 1. So. Yeah, yeah, yeah. So. Ich könnte natürlich noch die Ahnholz voll machen. Wäre gar nicht so verkehrt, ne? Geist ist auch cool. Ich guck mal, Braun brauche ich und Twisted Fate, ja. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt natürlich Gold zu erreichen. Und ja, mit dem Vega sollte das eigentlich klappen. Denn der Vega ist ein böser Mann. Also die Ulti ist voll geil von dem. Bing. Und ich finde Drachenseele total cool. Hier, yeah, die... Die gute alte... Drachenseele. Geht gut ab. Ja, mal gucken. Bis jetzt läuft es ja. Ich bin am Brennen. Es läuft. Es läuft einfach. Ich hoffe, das bleibt so. Also, wichtig ist, ich möchte gerne unter den ersten 4 kommen. Oh ja, Lulu. Lulu brauche ich. Ahnholz und Magier. Dann habe ich auch 5 Magier voll. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf Magic. Ich kann noch mal gucken, ob ich hier... Ah, da ist noch eine Lulu, okay. Ja, ich muss auf jeden Fall auch ein paar auf 2 bekommen. Weil es bringt mir alles nichts, wenn du viele Champions hast, aber die auf 1 sind, dann sind die einfach so schnell tot. Deswegen immer gucken, dass ich die so schnell wie es geht auf 2 bekomme. Aber der Chosen, der haut schon rein, weil der macht halt mit seinen Karten echt viel Schaden.
Bam. Ja, einen habe ich gekillt. Aber ich glaube, die Runde verliere ich. Die haben nämlich zu viele Zweier. So, der Chosen. Der hat keine Chance. Guck dir das an. Die Spinne ist einfach zu krass. Ich kann zwar zweimal hintereinander die Karten machen, aber es reicht leider nicht. Schade. Hätte der vielleicht ein geiles Item gehabt, hätte es geklappt, aber... Naja. Ich versuche jetzt als nächstes, haue ich natürlich die Lulu rein. Weil die Lulu erstmal noch Ahnholz beinhaltet. Und die macht eben auch Heilung. Und Heilung ist sehr gut. Ich versuche auch irgendwie noch Ahnenholz auf 3 zu bekommen. Weil das tut dem Vega auch ganz gut. Ja, und natürlich die Magie auf 7, ne? Weil dann sind die Gegner eher am Arsch. Bam. So. Jetzt kommt erstmal die Lulu rein hier. Die Lulu klärt. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Leben. Und Brand auf 2. Das war auf jeden Fall eine glorreiche Runde. Und dich gebe ich hier. Da versuche ich natürlich noch Hand of Justice zu machen. Oder Hand der Gerechtigkeit. Weil das macht einmal mehr Schaden. Und es heilt gleichzeitig. So. Das nenne ich doch mal ein gelungenes Gemetzel. Ja, ich habe jetzt 5 Magier und das haut natürlich rein. Ich glaube, Annie brauche ich noch, ne? Annie ist auch noch ein Magier. Gibt's, wen brauche ich denn noch? Ich habe 1, 2, 3, 4. 2 Stück fehlen mir noch. Also Annie brauche ich auf jeden Fall noch. Ah, hier ist ja gar nichts dabei. Ah ja. Kann ich gleich, ja, hier Ahnholz raufbolt. Da hätte ich nochmal 2 Dinger. Den Mokkai müsste ich noch reinmachen. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ahnholz und raufbolt. Ist auch nochmal ein guter Tank. Eieiei. Ja, ich habe zu viele Einser. Hey, schön, dass du da bist. Ich habe definitiv jetzt einen Chosen Magier und möchte gerne die Magier auf 7 machen. Ich werde Frucht sehen. Good luck, ja. Was geht ab? Was geht ab? Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich bin heute, mache ich einen auf extrem Magier hier. Und gleich werden wir die alle umhauen hier. Eieieiei. Ja, ich brauche definitiv mehr auf 2. Sonst bin ich gleich Masek Main. Ich denke, er hat einfach nur einen Buchstaben sich vertippt. Wenn du nämlich guckst auf der Tastatur, ist das K direkt neben L. So. Ja, dann schauen wir mal vor lauter Angst. Was nehme ich denn jetzt? Ich bräuchte eigentlich die Träne. Die Träne ist aber noch nicht mal dabei. War ja klar, warum auch. Aber ich könnte auch das hier nehmen. Und dann könnte ich dem... Dann kann er nämlich öfters... Ah ne, das ist ja Quatsch. Critical. Critical. Ach, jetzt habe ich Blödsinn genommen. Egal. Masek Main. Okay.
Masek. Ich halte das mal fest. Vielleicht bringt es mir noch was Gutes. Critical Schaden bringt mir gar nichts. Ach, hier. Dich brauche ich noch. Du warst geil hier. Eieiei. Den fand ich echt gut. Also den. Na, den kriege ich jetzt noch nicht so schnell. Aber wenn ich. Dann hast du hier mehr Angriff. Aber das brauche ich eigentlich auch nicht. Also dich brauche ich definitiv. Und noch die Annie. Und dann habe ich alle 7 Magier zusammen. Bro, räume ein bisschen Zimmer auf. Ja, alles klar. Kannst ja, wenn du möchtest, nebenbei laufen lassen. Ist wichtig, dass du alles sauber hältst. Oh Mann. Ja, mache ich. Die hat nämlich. Er hat nämlich ja auch die Drachenpower. Drachenpower. Da kann ich die eigentlich komplett wegtun, ne? So. Ja, dann kann ich gleich den Braum noch holen. Dann habe ich zumindest Ahnholz noch. Bis ich dann die Angie finde. Wen gebe ich denn das hier, die Kombination hier? Da könnten die schneller angreifen, ne? Ich glaube, das mache ich mal. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn die ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben beim Angreifen. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Angie, dann geht's ab. Oh. Jetzt verliere ich auch noch gegen so ein hässliches Monster, weißt du? Ah. Das ist traurig. Wo bist du, Angie? Komm schon. Ja, ich muss definitiv mehr auf 2 haben. Ich habe einfach noch zu viele Einser, deswegen. Deswegen läuft das auch nicht. Ich guck mal, vielleicht kriege ich ja, habe ich ja doch noch mal Glück hier. Ja. Naja, Glück ist immer so eine Sache, ne? Ja, ich habe die Träne, ja. Ja. Ist das schön? Da ist sie, da ist sie. Toll. So. Und dir gebe ich das. 2 Punkte, der gibt mir nur 1. Und wenn ich den weghaue, hätte ich die voll. Dann muss ich mal eine Runde warten. Aber dann habe ich dich. Dann habe ich dich. Dann habe ich 7 Magier. Oh ho ho, 7 Magier. Das macht Schaden. Gigantimus. Gigantimus, genau. Boah. Ich werde fast aus dem Leben gebombt. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal allen einen richtig schönen Sonntag. So. Oh yeah, jetzt brauche ich definitiv ihn noch hier, damit ich dann noch einen Tank habe. Oh ja. Sehr schön. Danke dir auch. Vielen, vielen Dank. Guck mal, was sagst du dazu? Boah, das sieht so geil aus, ne? Eieieiei, wenn ich die jetzt alle noch auf 2 habe, was meinst du, was die ausrasten? The Magic World. Na, gucken wir mal. Die Ulti von Vega, die müsste ja richtig, richtig Schaden machen. Boah, der hat einen Dreier gehabt. Guckt euch mal die Items an. Der kann über die ganze Karte ballern. Hat noch doppelten Angriff. Eieiei, ich muss mehr 2 haben. So, Vega auf 2. Das ist.
Das ist es. Das ist wirklich schön. Aber sonst habe ich leider nichts. Ich werde den jetzt gleich noch reinnehmen. Der hat Raufbold, aber Ahnholz. Gibt es noch einen besseren Ahnholz als den? Als Tank? Muss man gleich mal gucken. Wenn ich noch einen besseren Ahnholz finde, kann ich den natürlich auch nehmen. Jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich schon alle Magier, aber trotzdem bin ich noch zu schwach. Noch bin ich zu schwach. Ja. Ja, mein Tank ist noch zu schlapp. Oh Mann, ey. Ja, das war sehr gut. Oh, 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 komm, ey. Der macht einen Schlag und meiner ist tot. Ist doch ätzend, ehrlich. Das ist schon echt traurig, sowas. Das ist so traurig. Da könnte ich echt weinen. Tja. Ich nehme einfach mal das hier. Alle in die Ecke. Alle in die Ecke. Moin! Na, mein kleiner Mann. Alles klar. Okay. Dann stelle ich die alle mal in die Ecke. So. Das sind ja eh die beiden Tanks hier. Ich guck mal, dass ich definitiv... Ah, hier. Ja. Ich will die auf jeden Fall auch noch alle auf... Der ist auch gut, Arnhold, aber... Ist nicht so ein guter Tank. Ich hätte gern noch ein paar auf 2. Also Angie auf 2, den Aurelius hätte ich gerne noch auf 2. Hat dabei jetzt auch nicht so gut geklappt. Gut, wollen wir nachher Roblox, haben einen coolen neuen Simulator gefunden. Die alten Robloxer, die. Aha. So. Ich kann da leider nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber es klingt gut. Tja. Eieiei. Also irgendwie sterbe ich ja noch schneller, wenn die alle in der Ecke stehen. Weil die dann auch, ahnen wir, glaube ich, besser als Drachen. Ich weiß nicht. Es kommt auch nichts, was ich brauche. Ganz, ja. Also ich weiß, dass die beiden hier, die müssen definitiv ein bisschen in die Ecke, weil die schönen Karten sollen ja über die Karte fliegen. Vega muss immer in die Mitte. Ich brauche einfach nur einen Tank. Jetzt habe ich sogar noch einen. So. Das gebe ich dir mal. Ich finde den ganz gut. So. So, so. Ja, ich brauche noch eine Angie auf 2. Ja, so, jetzt habe ich erstmal alle auf 2. Das ist ja schon mal, nicht verkehrt. Oh, jetzt war ich so beschäftigt. Ach, hallo Götz, ich habe aber gerade irritiert, weil du hast auch grüne Farbe. So wie Rasiel, deswegen.
Ja, schön, dass du da bist. Grüß dich. Am Laptop. Oha, cool. 5 Zuschauer. Ja, schön. Freut mich sehr. Erstmal herzlich willkommen an alle. An diesem wunderschönen Sonntag. Ja, guck mal, die Aufteilung hat jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen was gebracht. Die Gegner sind verwirrt und sterben. Ja, mal sehen. Wenn ich unter den ersten 4 komme, dann wäre ich schon mal dankbar. So, den nehmen wir noch. Ich versuche jetzt erstmal ganz schnell. Dann packe ich den hier noch hin. Ich könnte ja mal so machen. Weil du sagtest ja, Ahnholz ist wahrscheinlich besser als Drachenseele. Deswegen nehme ich jetzt erstmal Ahnholz rein. Und dann holen wir den gleich. Ich könnte den auch gegen Olaf eintauschen. Weil der Olaf macht natürlich auch richtig Schaden. Ich hoffe 10 Zuschauer. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Jeder, der dabei ist, ist super. Ja, hast schon recht. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Braum noch reinkriege. Komm, haut den um, haut den um, haut den um. Komm. Komm, ey, die schlafen alle. Ah, ja. Sehr schön. Gott sei Dank. Ja, das schwankt immer. Aber der Heal ist wichtig. Ja, definitiv. Ja, ich versuche mal den Mokai auch auf 3 zu kriegen. Einen schönen Tank up. Ich brauche Money. Leider, vielleicht mussten die los. Ach, das schwankt auch immer hier. Manchmal, wenn ich da oben kann, ich ja draufklicken. Wird immer weniger angezeigt, als da sind, aber. Hauptsache euch allen geht's gut. Das ist das Wichtigste. So. Aber ich sag mal, so Ahnholz ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Ah, jetzt sind die wieder in den hintersten Reihen drin. Aber mein Urea schießt schon mal mit dem Strahl nach oben, dass der alle trifft. Das ist sehr gut. Komm, haut die um, haut die um. Ah, die Angie könnte das klären. Ah, doch nicht. Die hätte auf den oben schießen müssen. Ah, guck mal, die kriegt gar kein Mana. Jetzt erst. Eieiei. Oh, hat sie doch. Vielleicht schafft die das. Ah, Lulu ist so stark. Lulu heilt sich einfach. 3 Jahre. Ja. Lulu ist einfach zu stark. Jetzt ist die wieder voll. Hm. Kranker Scheiß. Ah, Möller, grüß dich. Einmal schöne Grüße. Na, wie geht's, LOL-Meister? Ja, soweit gut. Ich bin dran, aber es ist echt schwierig. Ich gebe jetzt erstmal hier meinen Orea. Das wäre auch geil gewesen, aber na, das ist besser. Dann kann der schneller angreifen. 6. Ja, super. Noch 4 Stück bis 10. Mal gucken, ob wir die Sonntags-10 erreichen. Den ganzen TFT-Fans kommen. Also, ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Da kann man ja auch nichts sagen. So. Nichtsdestotrotz habe ich nur noch 23 Punkte. Also selbst, Magier ist okay. Aber ich muss leider gestehen, die erste Kombo, die ich gestern gemacht hatte, die war deutlich effektiver. Deutlich effektiver. Na, ich hoffe wenigstens, dass ich noch Vierter werde oder so. Weil dann kriegen wir wenigstens ein paar Punkte. Ich habe auch keine Lust, wieder auf Bronze abzusteigen. Ja. Aber gut, wenn der dann mal seinen Laser rausholt, dann ist echt Feierabend. Keine Chance. Ach, ist das scheiße, ey. Das ist nicht effektiv, die Magier. Zeig dir nachher mal die andere Kombo. Ich krieg das nicht zusammen, ey. Ich müsste den noch schnell reinholen, aber ich habe zu wenig Kohle. Kann, aber gut, das müsste jetzt nächste Runde. Dann kommen die Monster. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal verliere, kann sein, dass ich rausfliege. Kann auch sein, dass ich nur ein Leben habe. Kommt drauf an. Ah, ich hatte schon mal, ich glaube 18 oder so. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Schon effektiv. Naja.
Also wie gesagt, ich habe ja vorhin das erste Mal, kannst du ja angucken, da war ich ja Zweiter geworden. Ich habe alles umgehauen. Also da konnte, egal was da kam. Na gut, jetzt den hau ich raus, oder? Das war natürlich jetzt gut. Deine passen nur gar nicht, ja. Müsste andere Items. Ach, guck mal, schon wieder. Noch so ein Ding. So. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal Tanks. Attack Speed bringt auf die auf nichts. Ja, mein Sohn, der hatte irgendwie 130 Zuschauer oder so im Livestream. Aber ist auch TikTok, ne? Das sind die ganzen Chinesen, die da gucken. Was soll ich machen? Ich krieg ja nur Hand of Justice hier. Wen soll ich denn das geben? Da kannst du mir ja mal sagen. Hand of Justice. Soll ich das hier ihm geben hier? Meinem Chosen? Und die waren deutsch, ne? Das waren deutsche Chinesen, so. Sag mal, soll ich hier ihm das geben? Brasil, sag mal. Soll er die Hand of Justice bekommen? Nee, TikTok ist schon krass. Ich mach das jetzt einfach mal. So. Na, mal gucken. Auf jeden Fall wäre schön, wenn ich noch Vierter werden würde. Da könnte ich auf jeden Fall gut mit leben. Boah, ich hasse das. Also dieses Stun, ja. Gegen Stun habe ich absolut keine Chance. Und damit verabschiede ich mich, ja. Ja, das ist das. Wenn du dann gestunt wirst eine halbe Stunde, hast du keine Chance. Widersturm! Ja, und tschüss. Fünfter. Ach, zum Kotzen. Jetzt steige ich bestimmt ab. Ich weiß nicht, wie lange man überlebt mit 0 Punkten. Ne, ich bin noch Silber. Okay, nochmal. Jetzt probiere ich mal wieder meine Taktik. Also, was ich vorher herausgefunden habe. Und dann gucken wir mal den Unterschied. Ja, ich hätte vielleicht auch andere Items noch. Rev, warum ohne Greenscreen? Ah, den habe ich abgebaut. Ich brauchte den Platz hier zum Arbeiten. Und man sagt ihm ja aber auch, dass heutzutage kaum noch Leute Greenscreen haben, also nicht mehr viele. Krone gleich Prime. Ja, also ab heute, wenn der Stream heute vorbei ist, könnte ich zum Beispiel Affiliate machen. Dann könntet ihr mich abonnieren, also Subs da lassen. Aber ich weiß noch, bin mir noch nicht sicher, ob ich das dann mache. Ich überleg's mir noch. Ja, es gibt mit Sicherheit gute Kombos, also... Ich glaube auch nicht, dass Magier schlecht ist. Würde ich auch nie behaupten, weil ich finde, Vega war schon immer gut. Papa, mach mich Mod. Du und Mod, du machst ja nur Quatsch. Aber das kann ich jetzt auch nicht so schnell machen. Das müsste ich dann erstmal einstellen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist das Spiel geil. Die neue Season ist gut. Ich weiß, war doch nur Spaß. Bin froh, dass du kein Nasenblut mehr hast, dass es dir besser geht. Meine Comp auf Magier. Muss ich mir mal angucken dann. Ich bin Nein Sohn, hallo. Nein Sohn? Was schreibst du denn da wieder? Du bist die Legende des TikToks. So, ich nehme mal wieder Brandes weg, okay? Ich nehme Speed. Ich brauche auf jeden Fall Speed. Dein Kack. Autobot, ich weiß, dass du mein Sohn bist. Er hat jetzt das neue Handy, also was heißt neu, A51. Und es ist ein sehr schönes Handy. Voll die geile Bildqualität. Ref, weißt du, wann Onkel TKG Lasser was fertig hat? Will ihn weiter zuschauen. Nur nicht bei dem Game. Er hat gestern 11 Stunden gestreamt und eigentlich hat er gedacht, das wäre schon Ende, aber das Spiel ist immer noch nicht zu Ende. Ich denke, er wird noch einmal streamen und dann ist wohl Feierabend. War jetzt gar nichts dabei, was ich brauche. Will mich nicht spoilern lassen. Ah. Welche Farbe hast du, Marcel? Also er hat dieses
Was war das? Schwarz, ne? Black, irgendwas so. Kristallförmig. 124 GB oder 128 GB. Also richtig krass, was an Speicherplatz. Schöner Prozessor. Also, muss ich schon sagen. Es war definitiv. Das ist ein schönes. Schönes Handy. Schwarz. Ah, ist es auch, ja. Schwarz-Quash. Coole Sache. Habt ihr also beide die gleichen Handys, ja? Ja, damals war ja immer diese S-Reihe so beliebt und alles. Aber ich finde, mit dem Wegzoom und die Kamera und so sind die, ist die A-Reihe schon ganz cool. Ich hatte mir mal das Galaxy S21 5G angeguckt, aber die wollen ja 1300 Euro haben ohne Vertrag. Also ich behaupte einfach mal, man kann ja auch übertreiben, ne? So ganz vorsichtig sag ich das mal, dass man auch übertreiben kann. Ah, ist egal, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen was zusammenbasteln. Dann haben wir das gleiche, cool. Gibt es da noch die mit dem roten Hahn in dem Game? Sorry, kenne ich nicht aus. Meinst du jetzt bei Last of Us oder? Die Ellie? Die Ellie hat, glaube ich, rote Haare. Naja, das ist ja, sind ja eigentlich fast die gleichen Leute wie aus dem ersten Teil. Nee, bei LOL. Rote Haare? Boah, da muss den Rasil fragen. Der kennt jeden einzelnen Champion. Er glaubt, der hat auch jeden einzelnen Champion zu Hause schon rumstehen als Figur oder so. Rote Haare, da haben mehrere rote Haare. Ich werde alles verstehen. Rote Haare. Hat zwei Schwerter und hat irgendwas mit Blut zu tun. Eieiei. Das kann ja der Rasel beantworten. Also zwei Schwerter und irgendwas mit Blut zu tun. Ich weiß nur eins. Ich hätte gern. Ah, Katharina mit. Hat rote Haare. Und die hat Schwerter, ja. Und die dreht sich und macht dann so eine Art Wirbelsturm mit Klingen. Wird die Katha abgekürzt? Ja, genau. Ja, das kommt ja fast sogar hin. Katharina mit Katha-Abkürzung. Hat aber nichts mit Blut zu tun. Sei mir nicht böse, Rivana, aber das ist nicht mein Genre. Bis demnächst. Ja, sicher, gerne, klar. Ich spiele ja alles. Viele Fun-Games und so. Alles gut. Sollst dich ja auch nicht irgendwie langweilen oder sonst was. Deswegen. Alles okay. Hier wird auch niemand gezwungen, irgendwas zuzugucken. Aber ich könnte ja mal Drachenseele auf 6 machen. Ist bestimmt auch geil. Und warum spielt er sie nicht? Die ist bestimmt voll. Ich glaube, die gibt es die überhaupt noch hier in dem League? Ich weiß gar nicht, gar nicht drauf geachtet. Ich guck mal. Weil die gab es mal bei. Aber auf jeden Fall richtig schön, dass du da warst. Magst du, also Götz, bevor du abbaust, magst du Dinosaurier? Kennst du Jurassic World Evolution? So, den hauen wir. Und tot. Na, ist nicht schlimm. Habe ich einmal verloren. Nee, okay. Das ist zum Beispiel ein Spiel, das wollte ich auch nochmal machen. Das ist halt, das alte Jurassic Park, wo man einen Park bauen muss. Ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ein sehr ruhiges, gemütliches. Und wenn da mal so, man kann dann halt selber Dinos züchten. Und ja, lässt man einfach mal eben so ein T-Rex da rumlaufen. Das ist schon geil. Ein T-Rex gegen Raptor fighten lassen und so. Ach, die haben die Fun-Dinger schon weggehauen. Das habe ich. Ich werde definitiv mir noch einen Bogen holen, wenn ich den kriegen sollte. Dann kann der über die ganze Karte ballern. Ja. Ja, eigentlich wäre geil, ich könnte auf Tristana 3 sparen. Ah, ich will aber ganz gerne auch den Bogen. Ich spare lieber. Alles klar, Götz. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns vielleicht nachher nochmal, falls ich das andere vielleicht doch noch spielen sollte, weil heute ist
Wochenende, da hat man einfach auch ein bisschen Zeit. So, jetzt, jetzt kann ich einen Gegenstand entfernen. Wenn ich den entferne, kann ich auf Gegenstand verschwindet nach Benutzung. Wenn ich das jetzt entferne. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und du hast... das ist geil. Das ist echt gut. So. Jetzt bin ich erstmal wieder glücklich. So. Entzieher. Dann nehme ich noch den Flat mit rein. Die hätte ich auch ganz gerne, die Kombo. Oh yeah. Guckt euch das an, die Entzieher. Die saugen förmlich. Die saugen förmlich alles aus. Eieiei, ich habe gar keine Chance gegen den, ey. Das ist ja krank, ey. Keine Chance. Keine Chance, ey. Der ist Stufe 1, der haut 4 Leute weg, ey. Das ist so krass, ey, was Items ausmachen. Ehrlich, das ist ja nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. So. Ich hole gleich Flat rein, dann habe ich auf jeden Fall auch die Entzieher hier. Und noch die Scheibenner brauche ich noch für die Drachen. Ich brauche noch viel zu viel. Ich brauche einfach noch viel zu viel. Es ist unglaublich, was ich brauche. Lies dir mal sein Item durch. Welches meinst du denn jetzt? Der Juwelenhandschuh. Der Juwelenhandschuh? Das jetzt hier, oder was? Gefrorenes Herz? Ne. Juwelenhandschuh. Achso, von Wladimir. Von dem Gegner, oder was? Ja, mache ich. Ich weiß nur gar nicht mehr, wer das war. Ach, er. Ja, der Trigger hält für jeden Gegner den Angriff 15 Rüstung. Und das hier ist Critical Schaden, ne? Und 40%. Dann kannst du auch gerne den Vega oder so geben. Der haut richtig rein. Also Akali gibt's noch. Ich denke, die Kata gibt's bestimmt auch noch. Ich habe eine Pfanne. Könnte ich mir eigentlich rein theoretisch noch eine Drachenseele machen. Das heißt, ich könnte noch schneller auf Drache auf 9 kommen. Aber 9 Drachen? Eieiei. Das ist schon krass, ey. Wenn man sich das mal so überlegt. Vielleicht hole ich mir auch die Items, die der hat. Die waren richtig stark. So, jetzt habe ich die Kombo auch. Jetzt fehlt mir noch auf jeden Fall der Drache. Der gute alte Drache fehlt mir noch. Das heißt, er kann mir sehr viel kritten und das brauchst du auf den Magiern. Ja. Ja, ich hatte das Item sogar mal auf den Kennen, weil wenn der seine Ulti macht, der haut auch alles weg. Und ja, es gibt Kata zu 100%. Ja, ich glaube auch mit Assassine, ne? Als Assassine. Ja, aber guck mal, meine Kombo, die macht auch guten Schaden. Und ich habe gerade mal noch nicht alles aktiviert. Mir fehlt noch die Drachenseele. Und rein theoretisch wollte ich eigentlich Meisterschütze auf 4 haben. Aber vielleicht mache ich ein bisschen mehr Drachenseelen rein. Auf 6. Macht auch guten Schaden. Also das heißt, Olaf fehlt mir noch und mal gucken. So. Der Olaf, der alte Metzger und eigentlich hier Niederle ist eigentlich auch voll geil. Mal gucken. So. Wenn der den Laser durch die Map knallt, also auch, dann ist es GG, ja. Und wenn du dann noch das Item drin hast
Und am besten noch zweimal drehen, dann kann er noch öfters den Laser machen. Dann ist eh vorbei. Ah, ja, stimmt. Aber ich glaube, der Möller ist schon wieder weg, ne? Sonst hätte ich ihm mal die Cutter gezeigt hier, wenn die gleich kommt, mal da unten. Ja, die ganzen Tanks, die nerven. Und das ist halt geil mit den Entzieher, dass die halt die ganze Zeit dann die Gruppe sich heilt. Das ist schon geil. Darum geht es. Es geht die ganze Zeit nur darum. Aber ich, oh ja, Canon ist auch gut mit Ninjas. Ein Ninja ist für sich alleine. So, ach, ich hab, Leute, ey, ich bin auch so, so blöd, ne? Ich hab die ganze Zeit doppelt gemoppelt Dings hier drin. Ah, ärgerlich, ich hätte schon längst die Drachenkombo voll haben können. Krieg ich echte Kackreiz hier, muss ich doch gucken. So. Der alte Olaf, der darf nicht fehlen, das ist in meinem Hörnitzern. Ja, ich weiß. Ich hatte eigentlich auch eher an andere Items gedacht, aber so ein bisschen habe ich immer direkt das bekommen. Aber Hand of Justice finde ich auch ganz gut. Also es ist nicht verkehrt, wenn man die ganze Zeit mehr Schaden macht und sich nur heilt. Aber dass ich jetzt den Olaf übersehen habe, ich könnte sogar noch einen Kultisten reinmachen. Dann hätte ich noch eine Einheit mehr, den Galio, der da ein bisschen dasteht und nervt. Aber ich glaube, Galio 1 ist nicht so effektiv, ne? Oder was sagst du? Schlechter, was ist das eigentlich? Habe ich noch gar nicht gelesen. Ah, Lebensraub. Mm. 15 bis 30. Also du brauchst aber 3 Stück. Das ist schon wieder viel zu viel. So, ich habe hier noch Items. Ich bräuchte eigentlich für... Das Item, was ich brauche, ist gar nicht hierbei. Ich könnte aber noch eine... Ah, brauche ich auch. Hm. Das hier könnte ich noch machen. Dann kann der mehrere anschießen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jo. Dann gebe ich ihm das hier. Dann hat er nämlich, greift er mehrere Ziele an. Der hat ja eh schon. Durch Meisterschütze greift er mehrere Ziele an. Dann greift er noch mehrere Ziele an. Ist nicht das Beste, aber wäre sicherlich nicht schlecht. Lala. Boah. Zwei Flats. Ich hol mal rein. Mal sehen, was passiert. So einen alten Vladimir. Peace Walker. Schön, dass du da bist. Hi. Grüß dich. An diesem herrlichen Sonntag. Alles gut bei dir? Ich mache hier so ein kleines, lockeres, flockiges TFT-Spiel. Entspannt. Ja, auf jeden Fall. Bei uns hat es geschneit die Nacht. Es ist tatsächlich mal weiß draußen. Und das in NRW. Das ist so selten. So selten wie ein Lotto gewinnen. So, den haben wir auch. Ich glaube, der war Erster, glaube ich, oder? Der, ne, ich bin Erster. Der war, ah, okay. Da ist Katharina. Da ist sie. Aber ich glaube, Möller ist nicht mehr da. Da ist sie. So sieht sie aus. Zwei Schwerter, rote Haare. Und ja. Das war sie. Hm. Aber man braucht 6 Stück für den nächsten Angriff. Das heißt, ich bräuchte noch 3 Stück. Hm. Ja, in Österreich hat es viel geschneit. Nicht gestern, aber schon vor 2 Wochen. Krass. Gestern, heute hat es nur ein bisschen geschneit. Glaube ich dir. Da kannst du schön Schlittschuh fahren. Ja, ja, die werden alle weggelümmelt hier. Das ist League of Legends. Richtig, richtig. Und da gibt es bei League of Legends gibt es ja einmal dieses, wie bei Dota, dass er halt, ne, 5 gegen 5 mit, ja, man muss die feindliche Basis zerstören. Und das ist das Strategiespiel davon.
entspannt und genussvoll metzeln. So, jetzt habe ich die auch schon mal. Ja, und gleich kann ich noch einen reinmachen. Ich habe aber keine Ahnung, sonst würde ich halt die Meisterschützen auf 4 machen. Und dann scheiße ich auf Drachenseele 6. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich könnte alles machen. Ich habe richtig viel. Bist du noch da, Jason? Oh, Leute, ich glaube, ich nehme noch eine Einheit lieber rein. Da kann ich mir lieber noch, habe ich noch eine Einheit mehr. Könnte ich auch Stress machen. Ich nehme jetzt einfach mal den Braum. Und dann habe ich noch einen Tank. So, jetzt nehme ich mal irgendwie den hier. Und mache mir hier... Jetzt kann ich noch eine Einheit reinhauen. Dann mache ich nämlich die Meisterschützen noch rein. Den habe ich schon. Dich und... Ah, hier habe ich noch... gebe ich dir mal. Und dir gebe ich das. Obwohl, ich halte das mal fern hier. So, ich guck mal. So kann ich natürlich auch noch ein bisschen mehr einhalten. Und dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwas kriege, was noch ein bisschen mehr Schaden macht. Weil ich brauche jetzt definitiv noch einen Meisterschützen. Der Temo ist ganz gut. Der Temo könnte ich noch reinnehmen. Der macht halt auch ein bisschen Schaden. Mal gleich mal gucken. Und 4 Drachenseelen. Da könnte ich dann eigentlich den Temo eintauschen. Gegen... So, hier ist nichts, was ich brauche. Ja, ja, schön. Auf 3. Das ist doch mal ein Wort. Aber leider noch kein Themo dabei. Hm. Ich habe auch noch viel zu viele auf, viel zu viele Einser. Eine Eilmeldung, was gibt's wieder? Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff, na klar. Als wäre das nicht schon genug Elend auf der Welt, ne? Okay, Jason ist nicht mehr da. Ja, aber guck mal, der kleine Mann da hinten, der ballert schon. Ich brauche definitiv noch, glaube ich, die Range Blade, dass der noch mehr an Geschwindigkeit zulegt. Dann wäre mein kleiner Tystana, wäre dann schon ein kleines Maschinengewehr. Also muss ich der noch ein bisschen Geschwindigkeit geben. Hier ist der Drache, den wollte ich sowieso immer haben. Der Drache ist geil. Der Drache ist mir mehr wertvoller und er hat auch noch die Combo Raufbold als Braum. Deswegen tue ich den jetzt mal erstmal hier zur Seite. Kann ich noch... Da ist noch einmal, ja. Nehme ich die. Ich brauche den Drachen. Und den Olaf muss ich auch auf 2 haben. Und einen Meisterschützen brauche ich noch. Das wäre gar nicht so schlecht. Oh Mann. Komm, der muss weg, ja. Ja. Ja, das ist ganz geil bei den Meisterschützen, dass die halt diese Querschläge haben. Und die machen echt Schaden. Deswegen, ich brauche definitiv brauche ich noch einen Meisterschützen. Einfach, damit ich auch ein bisschen Schade mache. Niederlehr ist überflüssig. Ja, ich glaube, die verkaufe ich. Obwohl, nee, die könnte ich auch noch reinnehmen. Dann könnte ich Niederle nehmen statt Temo, oder? Die bringt dir keinen Buff. Ja, die gibt mir doch den Meisterschütze 4. Naja, ich will ja Meisterschützen haben, 4 Stück. Und die ist ja einer. Deswegen bräuchte ich definitiv... Ah, da ist... Ne, das ist nur... Ich nehme mal hier wieder Speed. Ich bräuchte einfach noch einen Meisterschützen. Ich wähle zwischen Temo... Und ja, eigentlich gibt es keinen anderen. Die habe ich schon. Ah. Henker. Drachenseele. Den habe ich ja auch noch hier. Aber Meisterschaften 3 bringt nichts. Doch,
Glaub mir das. Also auf 4 bringen die was. 3 Querschläger mit 45 Schaden. Wenn ich die dann mal kriegen. Da, dir gebe ich... vielleicht kommen jetzt gleich volle Items. Ich warte mal. Ja, ich müsste den Timo noch haben hier. Aber der kommt ja nicht. Und ich, das heißt, ich müsste auch einen dann raustun noch von den anderen. Ich würde dann vielleicht Olaf raustun. Oh Mann. Ja, das war knapp. Ich brauche nur 2 und 4. Naja, klar. Ich suche ja einen bestimmten. Da ist nochmal Niederle. Da ist er. So. So. So, so. Glaub mir. Das haut rein. So, jetzt könnte ich... Ich weiß, vielleicht mache ich auch noch was ganz anderes. Und mache statt auf Drachenseele mache ich noch Kultist rein und Geist. Dann nehme ich noch den Heiler mit rein. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Ah, da ist ja der Drache. Bam. Guck. Direkt mache ich Schaden. Ja, ich muss. Meisterschütze muss immer 4 sein. Bringt echt nichts. Hast schon recht. Auf 2 Stück bringt das nichts. Die müssen mehr Querschläger machen. So, den Drachen. Der Drache ist schon mal wichtig. Dann. Drachenseele und Entzieher ist auch geil. Weil. Hätte ich das noch und dann. Also, der ist eigentlich, wäre der perfekt. Aber. Ich könnte den gegen den hier tauschen. Ja, mache ich auch. Dann tue ich den Nasus raus und nehme den Swain mit rein. Ich glaube, das ist eine geilere Kombo, weil göttlich habe ich eh nicht. Und dann gucke ich mal, dass ich noch einen Kultist reinmache. Dann habe ich den Galio noch. Einfach noch eine Zusatz. Oh Gott. Eieiei. Oh, ich könnte noch eine Drachenseele machen. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich doch die Drachenseelen voll. Ich kann die jetzt basteln hier. Also erstmal so. So. Jetzt habe ich nämlich 4 Drachenseelen. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch eine Drachenseele machen. Und dann hole ich noch eine Drachenseele rein. Dann brauche ich ja doch den Olaf noch. Na, ist egal. Wen mache ich denn als Drachenseele? Ich glaube, dich mache ich als Drachenseele. So. Ich will Drachenseele. Ach, du bist schon Drachenseele, ne? Ah, das ist ja Quatsch. Dann mache ich Drachenseele... Dich hier, du machst auch gut Schaden. So. Kumulativ. Ich mach das jetzt einfach. Ich muss jetzt mal die Items loswerden. Ah ja, ist nicht schlimm. Und gleich erstmal umbauen. Ich brauche jetzt definitiv. Der macht schon gut Schaden. Ich brauche definitiv noch eine Drachenseele noch. Eine Drachenseele muss ich noch haben. So. Na, da brauche ich dich gerade nicht. Und dann mache ich du. Kannst dann noch öfters deinen Pfeil werfen. Dich habe ich ja da. Das heißt, einfach noch so einen fettgeilen Olaf. Oder was habe ich denn noch für einen Drachenseele? Also, das ist ja eher Swain, ne? Ja. Also, eine Drachenseele brauche ich noch. Entweder den Braum als Tank. Weil ich habe ja 4 Stück, die Schaden machen. Oder eben den Olaf, weil der auch Schaden raushaut. Mal gucken. Ja, vielleicht nehme ich doch den Braum, dass ich noch einen Tank habe. Eieieiei. So knapp, ne? Guckt euch den Schaden an von denen. So knapp. Na, ich muss auf jeden Fall noch ein paar auf 2 haben. Ja, mal gucken. Also noch eine Drachenseele brauche ich. Eine Drachenseele. Dann habe ich die schon mal auf 6. Gucken, was als erstes kommt. Entweder Braum oder Olaf. Euch tue ich auch mal weg. So. Es rückt näher. Ja, und den Timo brauche ich noch auf 2. Ja, und natürlich den Swain auf 2, ne?
Aber so einen legendären auf 2 zu bekommen, das ist schon schwierig. Ich tausche euch mal. Ja. So, und dann da, weil du bist ja... Du musst dich ja erstmal verwandeln, bevor du abgehst wie ein Zäpfchen. Und der Swain ist auch stark. Und dann, den lasse ich erstmal ein bisschen... Oh Gott, der hat einen 3. Eigentlich gut, ich habe auch einen 3er. Ja, im Endeffekt wäre eigentlich Braum der Beste. Weil der einfach schön als Tank ist. Und dann die Gegner einfach nervt. Und guckt euch das an, hier mein Kleiner. Der macht natürlich schon ordentlich Schaden. Oh komm, bitte bring ihn um. Ah, der kommt eh wieder. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ach, Mann. Dieses blöde Wiederkehren. Meiner hätte locker gewonnen, aber der... Ah, das ist echt... Oh, hier, Swain. Mit Blutdürster. Das ist geil. Aber werde ich wahrscheinlich niemals kriegen. Der ist auch geil, Wiederkehren. Wenn ich das allen hier den Tank gebe oder so. Aber vielleicht kriege ich Swain. Dann habe ich zumindest schon mal 2 Stück da rumstehen. Ja. Und hier ist Olaf gewesen. Aber ich will Swain lieber haben. Wenn ich dann wirklich Swain auf 2 kriege, das macht natürlich auch schon ordentlich Schaden. Weil den tausche ich jetzt ein. Weil dann heilt er sich noch mehr, als er sich sowieso schon heilt. Yami wollte ich ja auch haben. So, kommt Leute. Ich brauche Braum. Wo bist du, Braum? Das ist ärgerlich. Ich brauche einfach Braum oder Olaf jetzt noch gleich, damit ich die Drachenseele habe. Oder Buen zum Beispiel. Nur damit ich die schon mal voll kriege. Ich bin ja noch Zweiter. Aber ich will definitiv jetzt mal wieder Erster oder Zweiter werden. Ich kämpfe mal voll gegen die Starken. Also wirklich, richtig starke Gegner habe ich hier. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ist das alles krank, ey. Das macht einen Schaden. Da bist du ruckzuck, bist du Letzter, wenn du verlierst. Ja, Brand. Braucht keine Sau. Da ist Braum. Sehr gut. Tue ich gleich den Braum rein. Und dann bin ich erstmal complete. Und dann muss ich gucken, dass ich die alle auf 2 bekomme. Teemo auf 2. Swain auf 2. Und den Braum auf 2. Könnte doch alles so einfach sein, ne? Aber ist es nicht. Definitiv nicht. Der Typ hat 2 Stück auf 3. Oh, er hat den rangezogen. Oh, ich verliere schon wieder. Ach, Mann. Also lange halte ich das nicht mehr aus. Dann bin ich raus. Ich habe keinen Bock, wieder 5. oder 6. zu sein. Ich will jetzt auch mal wieder 4. oder so sein. Die Leute, ey, die haben alle so krasse Items. Das gibt's gar nicht. Guckt euch das an, ey. Den auf 3 auch noch. Mit den Items... Yo. Yo. Na, einer ist raus. Ne, der hat noch 3. Mein Schild ist mein Schwert. Ja. So, kommt, Leute. Jetzt brauche ich mal ein bisschen... Ah, das ist auch geil hier. Mehr Magic-Schaden. Ja, gebe ich dem Swain. Swain soll richtig Schaden machen. Aber ich brauche jetzt echt mal alle auf 2 hier. Ach, kommt schon, bitte, ey. Ich möchte doch wenigstens ein paar noch auf 2 haben. Mann, ey. Es kommt nichts, was man braucht, ne? Ah, da ist Teemo, aber trotzdem.
Es könnte ja auch mal was klappen, aber nein. Ich glaube nicht, dass ich gegen den eine Chance habe. Glaube ich einfach nicht. Ah. Oh. Wow, ich habe einen rausgehauen. Geil. Sehr geil. Aber es sind immer auch gut. Nein, ich will nicht Fünfter werden. Ah. Scheiße, ey. Ehrlich nicht. Ich will nicht Fünfter werden. Ja, ist nichts dabei. Sehr schlecht für mich. Ah. Dadurch, dass die, der eine müsste noch raus. Ah, verdammt. Der Braum, kein... Swain wäre auch geil noch gewesen auf 2. Naja, gut. Werde ich wahrscheinlich wieder Fünfter. Ich bin ja, ich sag mal, ich bin nicht ganz unzufrieden, ne? Also, das war schon geiler Schaden, aber die anderen waren einfach besser. Wäre schön, wenn einer noch rausfliegt und ich trotzdem noch Vierter werde, glaube ich aber nicht. Die haben tatsächlich gewonnen und dann bin ich Fünfter. Ach, Mann, das ist so ärgerlich, ne? Naja, eine Runde machen wir noch. Ha, Fünfter, ey, das ist... So knapp immer. So knapp. Gibt's gar nicht. Gibt es gar nicht. Ich will jetzt wenigstens noch einen Sieg verbuchen hier. Mal gucken. Also die Kombo war jetzt... Ich hatte jetzt Drachenseele, komm, Chosen Drachenseele, muss nicht unbedingt sein. Dann lieber doch die Meisterschützen oder Meisterschütze auf 6, das wäre natürlich auch geil, weil das haut auch rein, wenn du die ganzen Querschläger hast und davor dann eine gute Reihe mit Tanks oder halt 4 Entzieher, die waren auch gut. Also wenn du 4 Entzieher hast, die hauen auch rein. Boah, der Drache sieht geil aus hier oben. Hex Gold Umbra, der sieht auch gut aus. Oder hier. Krass, ey. Wir haben alle nur eine Sterne und die haben 3. Tja. Tja. Ich nehme mal... Boah, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal dich hier. Nasus. Hoffen wir mal, dass wir jetzt mehr Glück haben. Hey, kleiner Mann. Alles klar? Der macht halt so einen, ja, so einen Zauberball und fackelt die Gegner ab. Ist jetzt nicht gerade das, was man unbedingt braucht. Kriegsfürsten. Ich nehme mal dich rein als Tank. Nee. Nee, ich brauche andere Einheiten. Alles gut bei dir? Schön. Roblox ist auch schön, ja. Freut mich, dass du mal reingeschaut hast. Dies muss enden. Es geht. Also, könnte besser laufen. Ich bin gerade Fünfter geworden. Und das ist halt sehr ärgerlich. Das Essen ist bereitet. Aber man soll ja nicht aufgeben, ne? Man soll weitermachen. Ja, von 1 bis 4 gibt es
gibt es Punkte dazu. Und fünfter, naja, eher so ein oder zwei Minuspunkte. Aber bei Silber ist das noch nicht so schlimm mit den Minuspunkten. Ich habe keine Ahnung. Ja, es waren mal mehr, aber es ist ja auch, wie gesagt. Ah, damit könnte ich erstmal wiederkommen. Ist auch geil. So, Braum als Tank. Ja. Und du sollst wiederkommen. Ich probiere mal was. Ich probiere mal jetzt eine andere Taktik irgendwie. Mal gucken, was ich so erreichen kann. Mal sehen, was ich so erreichen kann. Die Yummy will ich auf jeden Fall drin haben. Ich finde den Heiler super. Der Heiler ist echt gut. So. Auf jeden Fall gewonnen. Den haben wir schon mal besiegt. Das sieht gut aus. Da ist Timo. Den brauche ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt einfach mal sowas machen hier. Ich würde ganz gerne den erstmal wegnehmen. So. Kindred war auch ziemlich geil, muss ich sagen. Oder ich nehme Kindred noch. Die macht halt auch viel Schaden. Aber Heiler ist besser. Ne, nehm Heiler. Yo, sagt er. Yo. Yo, yo, sagt er. Und wie läuft's bei TikTok? Ist die Hölle los, ne? So. Da ist nochmal ein Braum. Den könnte ich auf 3 versuchen. Und dann will ich unbedingt dich hier drin haben. Dann kann ich nämlich gleich, habe ich Geist. Auf eine Combo Geist. 20% Angriffstempo für alle Einheiten. Und der heilt noch. Das ist eigentlich, ist das schon echt gut, wenn der heilt. Ein bisschen Heilung muss sein. Ah, ich hab's. Sehr geil. 250 Bar, das ist Wahnsinn, was bei dir die Leute gucken. Ja, ich bin auch ein Fan von dir. Ich bin dein größter Fan. You make me happy. Da ist auch noch einer. Tja, was könnte ich denn... Den könnte ich gebrauchen. Ich bin ganz oben, das heißt, ich kann mir mein Item nicht aussuchen. War klar. Aber hier ist auch geil, das hier. Jo. Tristana brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ja, ja, das ist so geil. Ahnenholz. Hier. Meisterschütze. Sehr geil. Okay, du kommst jetzt erstmal rein als Heiler. 1601, ja, die 2000 erreichst du schon. Mach dir mal keine Sorgen. Das geht bei dir so schnell. Ein Ruckzuck. Oh, Tristana Meisterschütze. Ja, ja. Halleluja. Geil, 3.
Und dann gebe ich dir noch das Item hier. Geil. Ja, dann mache ich jetzt 6 Stück. Dann mache ich jetzt 6 Meisterschützen rein. Sechs Stück. Sehr geil. Richtig cool. Gefällt mir. Dich nehme ich auch noch, weil ich hätte auf jeden Fall gerne die Entzieher wieder. Weil dann heilen die sich auch noch ein bisschen. Warum hast du das denn jetzt fest? Verstehe ich nicht. Nicht schlimm. So, hier gibt es nichts, was ich brauche. Aber dich brauche ich noch auf 2. Dich brauche ich gleich. Dann habe ich die Meisterschützen schon mal auf 4. Es gibt 5 Stück. Plus den einen, den ich jetzt hier drin habe. Boah, Meisterschütze 6. Das wird geil. Gemetzel. Und vor allem Geist. Geist ist gut. Weil dann haben die alle noch ein bisschen Attack Speed. Könnt ihr alle noch ein bisschen schneller Schaden machen. Ja, ihr müsst den Vega ausschalten. Weil der Vega macht guten Schaden. Ach, du hast bald die 2000 locker. Mach mal noch ein paar Videos und dann hast du die 2000 voll. So, ich brauche ich auch. Einer muss weg, mache ich. So. Sehr schön. Jetzt habe ich schon mal Meisterschütze 4. Das haut rein. Dann habe ich richtig gute Tanks. Und dann bräuchte ich rein theoretisch noch den Swain und den Vladimir. Dann habe ich noch die Entzieher auch noch dabei. Darius, der Schlechter. Ah. Nur Gold. Gold brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Ich müsste eher so ein paar Leute noch auf 2 haben. Ja, ich spare jetzt. Dann kann ich mich schneller hochleveln. Was könnte ich denn noch machen? Ich bräuchte auf jeden Fall, wie gesagt, noch 2 Meisterschützen. Ich weiß gar nicht, wer mir noch fehlt. Das ist einmal im Blau noch jemand. Naja, das ist... Muss ich mal... Ach, so einen goldenen Meisterschützen gibt es auch noch. Eieiei. Ob ich den bekomme? Goldener Meisterschützen. Der Rakan macht ganz schön Stress. Ey, greif den an. Also, der hat alle. Ich bin 100 und ja, vielleicht werde ich ja jetzt endlich mal Erster oder Zweiter oder so, dass ich mal wieder ein paar Punkte kriege. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich werde jetzt trotzdem mal den Raum nehmen. Ich muss einen von den Tanks auf 3 bekommen. Einfach, dass die schön tanky sind. Es gibt Essen bei. Alles klar. Lass es dir schmecken. Die schöne Frikadelle. Ja, hallo Onkel. Schön, dass du da bist. Ja, vorhin war ein bisschen was los gewesen. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen ruhiger. Aber freut mich. Und lass dir deinen Kaffee schmecken. Ja, die Runde sieht auf jeden Fall besser aus. Also wenn du siehst hier oben, bin gerade noch mit 100 Leben, habe noch nicht verloren, bin am Brennen, weil ich so oft hintereinander gewonnen habe. Aber die müssen alle raus. Und wenn du zwischen 1 bis 4 kriegst du Punkte zum Aufsteigen. Und ich war jetzt gerade bei den letzten Fights immer Fünfter. Das heißt, ich habe leider keinen Punkt bekommen.
Ja, ich tüftel auch ein bisschen an meinen Kombos. Den brauche ich. Den muss ich als nächstes reinholen hier. Nichtsdestotrotz, mir fehlt immer noch ein legendärer Meisterschütze. Ich weiß aber auch nicht, wer das ist. Muss ich dann gleich definitiv mal gucken. Yes. Okay. Und hier hast du dann halt so Kombos. Wenn du mehrere, zum Beispiel hier, zwei Geister, sind halt, ich kann das gleich zeigen, wenn der Kampf vorbei ist. Aber wie du siehst, das sind meine hier mit grünen Lebensenergie. Und ich hau gerade die Gegner um. Und wenn die dann sterben, kriegen die hier Schaden. Und dann verlieren die halt hier Punkte. Und wenn einer 0 hat, ist er raus. Zum Beispiel Geist, die Kombo. Die zwei, die jetzt angezeigt werden, rechts, die haben halt diese Kombo erfüllt. Und Geist ist zum Beispiel 20 Angriffstempo. Hier Meisterschützen machen 3 Querschläger mit 45 geringem Schaden. Und ich brauche halt noch einen. Und der ist halt legendär. Das ist halt so ein, mit einer gelben Umrandung. Die kommen aber erst später. Jetzt kannst du dir einen Charakter aussuchen oder ein Item. Jetzt kann ich ja gucken, was ich hier habe und was ich brauche. Und ich brauche definitiv das da. Mal gucken, ob ich es kriege. Ja. Kriegen wir. Da ist jetzt einer, da musst du immer welche sammeln. 2 Stück von denen habe ich den dann auf Stufe 2. Die sind schon auf Stufe 2 und die sind alle noch auf Stufe 1. Und so muss ich halt gucken, dass ich die irgendwie alle mal hochkriege. Ah, jetzt habe ich hier ein paar Items. Das ist meine Übungspuppe. Die ist auf jeden Fall gut. Ah, da kann ich später machen, wenn ich den einen. Das hier bringt mir nur ein Echo. Den tue ich hier rein. Und dann kann ich gleich nochmal rollen. Ein bisschen entspannt. Ja, ich brauche auf jeden Fall Meisterschützen. Oh Mann. Ja, die Runde. Jetzt werde ich das erste Mal verlieren. Ja, der Drache ist stark. Der Drache ist sehr stark. Ich brauche auf jeden Fall jetzt auch den Drachen. Das Spielprinzip ist wie eine Art Brettspiel. Gibt es da keine Levels, wo man rumlaufen muss? Nee, nee, das ist, ja, man kann sagen, mit, wie so ein Schachspiel. So, jetzt habe ich schon mal 2 Stück. Und den brauche ich unbedingt. Und dich wollte ich auch auf 3 haben. Jetzt muss ich gucken, dass ich noch ganz schnell auf Stufe 7 komme. Dann kann ich den noch reinhauen. Ist, und dann kannst du da halt aufsteigen. Dann, also ich bin jetzt gerade in Silber und wenn du dann gibt Silber 4, Silber 3, Silber 2, Silber 1 und dann kommt Gold. Und dann steigt man halt so die Season auf. Ah, okay. Dachte immer, LOL ist wie WoW oder so. Nee, nee. Das sind alles feste Maps. Dann gibt es ja dieses normale League of Legends. Da kämpfen halt 5 Spieler gegen 5. Jeder hat eine Basis und so eine Art Hauptgebäude. Und wenn du das von dem gegnerischen Team kaputt machst, hast du gewonnen. Und WoW oder Guild Wars 2 oder Star Wars, das sind ja diese MMORPGs da, diese großen, wo du dann halt, wie du schon sagtest, durch die Welten reist und so einen Charakter von 1 bis Level 80 und du spielst da halt einen Held und versuchst dich ja dann sozusagen hoch zu spielen. Und das haut natürlich schon rein. So, ich tue jetzt mal, den will ich eigentlich haben. Ich tue den mal weg. So.
Diese kleinen Viecher hier, die geben mir Items, damit ich meine Einheit ein bisschen verstärken kann. Und da kommen auch alles Items, die ich brauche. Also, das war jetzt für mich Jackpot. So, jetzt kann ich erstmal hier auf 2 machen. Wird die auch wieder ein bisschen stärker. So. Die greift dann mehrere Einheiten an. Das gebe ich gleich meinem Drache. Und Yummy. Yummy ist gut. Erstmal alles auf 2. Bin mal auf der Hütte gleich wieder da. Alles klar. Lass mal alles raus. Aus der Hütte. Tja, ich brauche definitiv noch einen Meisterschützen. Boah. Habe ich aber ordentlich Schaden jetzt gemacht. Trink mal einen Schluck. Einen Schluck. So. Es sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich mache jetzt erstmal. Ich muss hochleveln. Hier kommt gleich mein Drache hin. Und du sollst schön die Gegner nerven. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Schade. Nur noch meine Tanks haben überlebt. Aber die haben ja keine Chance. Naja, ich muss auf jeden Fall Stufe 7 werden. Ja, ich bräuchte noch den Meisterschützen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf. So, wieder da. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich versuche, ich muss jetzt gleich auf jeden Fall den Drachen hier reinholen. Der hat auch von mir gute Items. Der kommt dann hier rein. Kann ich aber erst machen, wenn ich Stufe 7. Und jede Runde kriegst du halt Gold. Und einmal hier wieder aufbessern, kostet immer 4 Gold. Deswegen muss ich gucken. Denke mal, 2 Runden oder so, dann habe ich den, kann ich den da einsetzen. Niedersturm. Oh Mann, im Moment kriege ich gerade die Hucke voll. Gefällt mir gar nicht. Aber noch lebe ich. Mit meinen 68 Points hier. Ich glaube, der hier ist auch ein Meisterschütze hier. Oder? Ich weiß gar nicht, wer das ist hier. Ich werde den gleich mal nehmen, wenn mir den keiner klaut. Weil ich bräuchte auch definitiv die Meisterschützen auf... ich kann nicht. Er klaut mir den. Na klar. Ach, ihr seid doch doof. Alle doof. Na, nehme ich dich hier. Eine Träne. Mal gucken. Tja. Na, eine Runde muss ich noch. Und dann kann ich den Drachen da einsetzen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendeiner hat mir den ja weggenommen mit diesem Schwert. Wer das war. Wer war das?
Er hat mir diesen einen geklaut. Gar keiner? Oder haben die den nur verkauft, das Item? Okay. Hm. Aua. Guck mal, der hat... Und der hier ist auf Stufe 3. Der ist natürlich dann noch stärker als alle anderen zusammen. Das ist schon... Ist schon heftig. Also, gegen die Gegner, die ich immer kämpfe, die sind äußerst stark. Ich habe gut geschwächt, aber es hat leider nicht gereicht. Vielleicht sieht das aber jetzt besser aus, wenn ich Stufe 7 bin und noch den Drachen reinhole. Dann habe ich hier noch... Wieso kann man dir da die... mit dir deine Figur wegnehmen? Ja. Und zwar, wer Erster und Zweiter ist, die ziehen dann als Letztes. Du bist dann in so einem Kreis und erst die Letzten werden geöffnet und dann geht das nach der Reihenfolge. Sozusagen die, die eh schon fast tot sind, kriegen dann mehr Chance als die, die da sowieso schon besser dran sind. So, jetzt habe ich noch eine Combo aktiviert. Drachenseele. Und jetzt müsste ich noch ein bisschen rollen, dass ich die Leute hier auf 2 bekomme, die beiden. Und der Rest ist schon auf 2. Da. Da ist der Drache. Einen habe ich. Wenn ich gleich noch einen Drachen finde, dann habe ich den auch auf 2. Aber du kannst ja mal beobachten hier. Die, wenn die ihre Ulti voll hat, verwandelt die sich in Drachen. Hey! Grüß dich. Also er hat hier oben schon den Drachen mit ultimativen Items und gar keine Chance. Da werde ich sofort geröstet. Sieht gerade wieder nicht so gut aus für mich. Ja, das spielen so viele und das sind alles so übelste Profis. Das ist schon echt Wahnsinn. Kannst du noch so geile Kombos haben? Meisterschütze fehlt mir noch einer. Mal, kannst du rollen, bis du umkippst. Ich brauche noch die beiden hier auf 2. Könnte alles so schön sein. So, jetzt gibt es erstmal wieder ein paar Items. Kann ich mal gucken, ob ich hier ein gutes Item bekomme. Wie geht's, Jungs? Sehr gut. Wie geht es dir? Wie ist die Luft in Bayern? Viel Schnee, oder? Kann ich nicht gebrauchen. Brauche ich nicht. So. Oh Mann. Kann mich hier zu Tode rollen. Ah! Der Drache auf 2. Das ist sehr gut. Der Drache auf 2. Tja. Das bringt mir auch nichts. Wenn der Träger leiden die. Oh, da bringt alles nichts. Müde, aber gut. Spielst du Ranked? Ja, selbstverständlich. Ich bin Silber, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich mache guten Schaden. Aber der Dreier hier... Oh, ich habe gewonnen. Wow. Sehr gut. Gott sei Dank, wenigstens ein bisschen. Ich bin immer noch Zweiter, aber es heißt alles nichts. Ich versuche zumindest nur in den ersten 4 zu kommen. Ja klar, was sonst, ne? Ja, alles wurscht. Ja, hast ja recht. Ich meine, wenn du so oder so spielst, da kannst du auch direkt ranken mal. Ist einfach so. Kannst du mir mal eben sagen, wer das hier ist? In Gold, da unten. In goldene Umrandung, welcher Champion das ist, weil der fehlt mir noch für Meisterschütze 6. Samira, ah, danke dir. Ja, die Profis, die Just Swarm und Raziel, die, ich glaube, die haben schon 1 Million Stunden oder so gezockt, lol, die kennen jeden einzelnen Champion. Oh Mann. Ja, so sieht das aus, wenn man ein gutes Deck hat. Profis, aber sowas von. Eieiei. Nur die Koreaner, die sind am schlimmsten. Die zocken 24-7, ne?
Und der Peace Walker ist auch hier. Schön. Eigentlich nur ich, haha. Also, der Sam ist kein Profi, ja? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. So. Samira. Wo bist du, Samira? Die wird bestimmt irgendwo sein, nur nicht in meiner Nähe. Eh nicht. Hallo. Ist immer wieder schön. Tja, was soll ich euch sagen, ne? Es sind wieder 5 Stück da und ich bin wieder der Schlechteste. Das bedeutet bestimmt, ich werde wieder 5. Ich könnte kacken, kotzen, ehrlich. Ich will einmal 4. werden, kann nicht so schwer sein. Vielleicht bin ich wieder Bronze, wenn das so weitergeht. Ah, ist unnormal. Unnormal. Und bam. Ich könnte... Ah, der Phönix, ey. Weißt du, das ist der Erste. Ich bin der Letzte und muss gegen den Ersten kämpfen. Ist ja kein Wunder, dass ich verliere. Oh, Rase Twist 10er. Kotz und Kacken, mega... Magen-Darm. Ja, wenn du es so nimmst, könnte man es sagen. Ist das Samira hier eigentlich? Ich probiere mal. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Ich habe jetzt einfach mal gegriffen. Ich hoffe, das ist Samira. Magen-Darm hier, mit einem Livestream. Meinst du, was das übel wäre? Ja, ist sie. Ha, siehst du? Ich habe keine Erfahrung, aber ich habe mal wieder... Ja, ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich die zum Beispiel noch gar nicht genommen habe von allen, die schon da sind. Deswegen bin ich jetzt von dem Ausschlussverfahren ausgegangen. Aber, oh, den habe ich auch noch. Okay, dann muss ich jetzt leider den Drachen rausnehmen, weil damit ich die Meisterschützen habe, dann mache ich irgendwie, baue ich das hier noch um. Und dann hoffe ich doch mal, dass das irgendwie... Ja, dann brauche ich jetzt nur noch dich. Samira, was hat die denn für eine Attacke? Die springt rum. Ich gebe jetzt einfach mal irgendwas. Ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich hier stärker werde. Oh Mann. Aber 6 Meisterschützen ist eigentlich schon eine geile Sache. Aber ich will nicht rausfliegen. So, wo ist denn Samira? Ah, da hinten. Ach, die ist ja wie die Lucian, ne? Der springt ja auch immer hin und her und ballert rum. Coole Sache. Aber reicht leider nicht. Reicht leider nicht, ne? Ihre Ult dreht sich und schießt um sich. Schade. Aber ich mache noch eine Runde, weil ich schon wieder 5. ne? Ich bin bestimmt jetzt Bronze. Ich sehe schon kommen. Ne, ich bin noch Silber. Immer noch Silber 4. Gott, jetzt kommt. Jetzt seid ihr alle da. Jetzt will ich einmal gewinnen. Das muss doch mal funktionieren. Aber die Ult ist cool. Ihre Ult dreht sich und schießt um sich. Ich glaube, so weit kam es gar nicht. Die wurde schon vorher gekillt. Noob Just Swarm. Ach. Ich weiß gar nicht. Sam, bist du nicht schon wieder Platin oder so? Aber du spielst doch schon Wanked, ne? Wurdest du schon eingestuft? Und du, Rasil? Doch, hat sie gemacht? Okay. Ja. Die haben alle zu krasse Sachen. Dann letzte Mal, ne, das war gestern, glaube ich, habe ich mal so aus Spaß, habe ich mir auf die Couch gelegt, dann habe ich mal eine Runde gemacht, TFT, und direkt 2. geworden, so weißt du. Jetzt bin ich hier live und dann werde ich nur 5. Das ist immer so. Ist einfach so. Ey, guck mal, der hat mich nachgemacht. Der hat das gleich wie ich. Und das ist wahrscheinlich der 3. davon, ne? Oh. Die Dinger hier, die erinnern mich total an Pokémon. Ach, guck mal, der ist schon Gold. Gar nichts. Silber, 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 Bronze. Ist auch Silber, okay. Und der ist, ne, ist alles Bronze. Okay. Naja, es sind alle gleich gut. Ja, Platin 2 eingestuft seit gestern, aber Platt 3 leider. Ah, schade. Boah, ist krass, Platin eingestuft. Heftig. Also, du warst doch immer so, dass du sonst immer in Gold eingestuft wurdest, ne? Das heißt, du hast ja jetzt noch mehr Chance, schneller Diamant zu werden, weil die Season ja gerade angefangen hat. Naja, ich sag mal so, Platin 1 wirst du schon schnell. Ja, das Blatt hat sich von Fabi borsten lassen, okay? Und was bist du, Rasil? Peace Walker, du wirst doch bestimmt auch anfangen, das Spiel zu zocken, oder? Du wirst ja direkt Challenger.
Ne, diesmal ist es nicht so. Okay. Aber ich sag dir, Diamant wirst du schon schnell wieder. Oder du versuchst mal noch höher zu kommen. Was kam nochmal nach Diamant? Master, ne? Und dann kommt erst Challenger. Boosten, nicht bursten. Ja. Boosten ist wie bei Diablo 3. Aber du warst Anfang League. Ja klar, League. Du bist der übelste Profi. Die Liga der Legenden. Ich muss nachher mit dem Dinosaurier rumrennen. Nee, hab ich nicht. Rasset immer diese Lügen. Also hat er nicht, okay. Veräppelt er dich. Also hast du selber gezockt. Ah, der Fabi ist auch gut, ne? Was hat der? Ist der auch Platin? Nee, nicht so mein, sorry. Ach, war nur Spaß. Also ohne die beiden hier, Razi und Just Swarm, wusste ich noch nicht mal, dass es das Spiel gibt. Das habe ich nämlich damals immer bei denen geguckt, auf der Couch. Ja, hallo, mein kleiner Mann. Hast du aufgegessen? Bist du satt geworden? Will ich auch hoffen. Dicke Frikadelle. Gut. Sehr gut. Hat die... Ui, 5 Zuschauer. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Der Name ist episch, ne? Bald darfst du bei mir auch wieder mitmachen. Ich glaube, werde heute durchkommen. Ja, ach so, Onkel, der Müller hat vorhin, war der hier im Chat und hat gefragt, wie lange du noch Last of Us zockst. Er möchte das nicht zugucken. Wenn du wieder ein anderes Spiel machst, guckt er wieder zu, weil er sich nicht spoilern lassen wollte. Er hat gefragt, wie lange du noch brauchst. Ich habe gesagt, vielleicht, weil du warst eigentlich schon durch, aber du hast auch 11 Stunden gestreamt. Es könnte halt sein, dass du heute durchkommst, habe ich ihm dann so als Antwort gegeben. Also Fabi ist Platz 1, krass. Na, ihr seid eh die Besten, ne? Also ein League. Ich gucke auch gerne zu, wenn ihr mal zockt, so mit bei, wenn der einen Stream macht. Da gibt es auch diese Turniere. Ist da heute wieder am Sonntag so ein Turnier? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ihr wisst schon, wo man dann Kisten und so kriegt. Ich weiß nicht, was du da schreibst. Weniger Alkohol trinken. Alles fit im Schritt. Alles fit im Schritt. Oh, ich nehme die hier. Geil, komm her. Auch wenn ich das Item jetzt gerade nicht so brauche. Warte, seit wann spoile ich denn? Was? Der Onkel und Spoilern. Alter, wenn ich das noch erleben darf. Der Onkel ist immer so, der rastet immer aus, wenn man dem was spoilert. Ich raste aus. Ich glaube, da vertust du dich. Und nein, heute ist nicht, okay. Schade. War auf jeden Fall immer cool, wenn ihr da eure Liga zockt. Was ist denn Neko eigentlich? Fabelwesen, Mystikerin. Oh, die habe ich auch noch nicht gespielt. Das ist so eine Sache. Will man die denn spielen? So, ihr schreibt gut. Da komme ich gar nicht mehr hinterher hier. Nur eine freundliche Erinnerung. Ja, beim Thema Spoilern bin ich voll der Allmann. Also der Peace Walker Onkel hat gesagt, nur eine freundliche Erinnerung. Hör auf zu spoilern, ja? Also wirklich. Du alter Spoiler, du. Hey Fetzer, kommst du? Kommst du on? Jason lacht sich kaputt. Ihr könnt jetzt nicht abhauen. Das ist wirklich schön, mit euch hier zu quatschen. Eine Runde und dann mache ich eh Pause. Ich weiß gar nicht, euer Onkel, wann gehst du denn live? Gehst du erst abends live oder? Oder gleich? Du Illuminati-Fisch. Lass ja den immer laufen. Ah, das hört sich gut an. Aber ihr macht normales League, ne? Kein TFT, ne? So. Tja. Oh, der Drache direkt am Anfang. Der Drache direkt am Anfang. Ist schon geil. Hole ich auch direkt rein. Der alte Drache. So. Ja. Gerade am Essen, aber nachher, Mann. Ja, sauber. Was isst du denn gerade?
Weiß ich, der Fett ist nicht mal on. Ach, der so fett ist er doch gar nicht. Der Illuminati-Fisch, 17, 18 Uhr rum. Okay, das dauert ja noch ein bisschen. Ist ja erst 3. Wundert mich nicht, dass du am Essen bist. Also ich sag mal so, mit ab 180 Kilo ist man auch noch nicht fett. Da ist man gut ernährt, würde ich sagen. Ja, ich habe zweimal die gleichen drin. Was soll ich dazu sagen? Aber jetzt kommt gleich der Drache. Der dicke, fette Drache. 80 Kilo hätte ich gerne. Boah, ich bin jetzt bei genau 90. Das ist viel zu viel. Ha, wieder Meisterschütze. Ja, komm. Ich versuche jetzt nochmal die Samira zu bekommen, weil die gefällt mir einfach. Die sieht einfach gut aus. Die sieht echt gut aus. Vor allem, wenn die sich so dreht und so. Weil ich heute spätestens 22.30 Uhr Ende machen muss. Ja, das stimmt, ey. Hast dich ganz schön verändert. Ich bin ja immer noch dafür, Onkel, dass du mal so ein Video drehst. Dass du mal zeigst vorher und nachher. Also was. Verspätestes Frühstück. Also eine Art Brunch im Bett. Mit Rivano am Fernseher. Ja, mega geil. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen mega guten Appetit, ja. Ich habe vorhin auch gefrühstückt. Die Frau hat Frühstück gemacht. Und ich sag dir, wenn die das macht, ja. Das ist so lecker. Da krieg ich den ganzen Tag so einen Hunger. So, den haben wir jetzt. Jetzt brauche ich definitiv, ich hoffe, ich kriege die Samira mal, ja eben, was gibt es Besseres? Gar nichts. Weißt du schon, was du heute als Mittag isst? Also ich kriege heute Frikadelle mit Kartoffeln, also so ein Frikadellenbraten ist das. Bei euch ist das ja Fleischpflanze, ja, damit wir uns verstehen. Und leckeren Indiviensalat und dazu ein Glas Wein. Jetzt habe ich Hunger, Mann. Jetzt habe ich... ich kann dir nachher nochmal ein Bild schicken. Ah, das ist also ein richtiges, fettes Ding. Jason hat gerade schon gegessen. Musst du mal fragen. Hast du dich wieder reingesetzt im Essen, Jason? So, ich habe... ich glaube, ich nehme den Braum noch. Der Braum, der ist im Raum. Das reimt sich überhaupt nicht, aber ich finde es gut. Braum im Raum. Komm, lass mich raus. Siehst du, ich bin Erster und deswegen komme ich als Letzter dran. Geh weg. Ich brauche den Braum. Und dann gebe ich dann noch hier dieses, dass der wiederkommt. Wiederkehr. Aber du kannst ja doch eine Pizza bestellen heute, Onkel. Eine fette, dicke Pizza oder einen fetten Döner. Was hältst du denn davon? Ist erstens lecker und zweitens macht es satt. Denn ein schöner Döner kann entzücken. Mach ich gerade. Echt? Hast du jetzt bestellt? Da siehst du dich gerade schon hell sehen. Ich weiß schon, was du willst. Aber ist auch verdammt lecker. Ich habe am Freitag habe ich Döner gegessen. Und zwar einen halben. Mir reicht ja schon ein Viertel nicht mehr. Mit Schafskäse. Und dann habe ich denen gesagt, mach mal ordentlich drauf. Bist ja auch mein Rudi. Ja, sowas von. Und dann habe ich gesagt, hier, da war richtig fett Schafskäse drauf. Boah. Ich hab's da reingebissen. Hat er noch Schaf drauf gemacht, ne? Oh. Das war echt geil. Zwiebeln waren da drin. Kraut. Alles, was das Herz begehrt. Da, Niederle haben wir. Ah, da, der Drache gleich auf. Der Drache gleich auf 2. Das ist geil. Ja, ich müsste den, dann kriege ich noch gleich. Aber der ist gut hier. Der macht halt auch Schaden. Ich hatte jetzt letzte Mal ja bei der letzten Runde Yummy gehabt. Die ist auch geil, die heilt. Aber ich glaube, jemand, der Schaden macht, ist stärker, als wenn ich einen Heiler reinnehme.
Oh yeah. Was hast du denn jetzt bestellt? Pizza oder Döner? Du hast ja auch diese XXL-Pizza da, ne? Boah. Lecker. Oh, das sieht aber gut aus, mein Lieben. Ich glaube, aber ich war vorhin auch. Ihr könnt euch erinnern, die letzte Runde davor war ich auch die ganze Zeit Erster und habe gebrannt. Und auf einen Schlag bin ich nur noch am Verlieren. Am Anfang bin ich immer total gut. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Warum das so ist. Und dann auf einen Schlag haben die Gegner, sind die alle die übelsten Profis. Ah, Kindred. Jo, die muss ich auch haben. Genau, die bestelle ich immer. Ist so ein Menü mit Cola und Salat. Boah, geil. Das ist echt heftig. Ich habe letztes Mal eine Knoblauchpizza gegessen. Die haben dann noch so flüssige Knoblauch draufgepackt. Boah, das war auch richtig lecker. So. Das ist perfekt. Der ist jetzt der richtige Tank. Der hat nämlich das hier. Der Träger hält für jeden Gegner, den angreift, 15 Rüstung und 15 Magieresistenz. Und dann brauche ich das eine Item, was ich gerade bekommen habe, ihm auch noch geben. Und dann habe ich nämlich hier Schutzengel. Das heißt, er kommt dann wieder, wenn er stirbt. Das ist schon echt geil. So, als nächstes tue ich Nidale rein. Sehr gut. Bei mir gibt es heute Chicken Wings mit Kartoffeln. Oh, Chicken Wings sind auch lecker. Die kann man ja auch bestellen oder so. Da kriegst du einen ganzen Eimer damit. Oh, lecker. Und du hast doch gesagt, du hast eine neue Wohnung, ne? Du wolltest mir mal Bilder schicken oder ein Video. Hast du jetzt mehr als ein Zimmer? Ja, hab die frisch zu Hause. Geil. Weißt du, was ich letztes Mal gemacht habe? Weil die Kinos und so, die sind ja alle zu. Und dann habe ich E-Mail bekommen. Ah, unterstützt uns. Man kann im Kino Popcorn holen oder Nachos. Und dann bin ich hin und habe 3 Eimer riesige Popcorn geholt und Nachos. Also dann haben wir uns einen Film reingezogen und das war dann wie im Kino. Richtig lecker, frisches Popcorn. Ich sag dir, da läuft ein das Wasser im Mund zusammen. Wenn du da so frisches Popcorn beim Film hast. Achso, und Onkel? Der hat einen dicken Text geschrieben. Nee, immer noch ein Zimmer, aber viel schöner und günstiger. Ja, muss mir mal schicken. Ist das denn bei dir da auch in der Gegend oder ist das ein ganz anderer Ort? Ja, das haben die auch immer so gemacht. Aber in letzter Zeit lassen die das immer weg. Das nervt mich. Muss ich mal in den Zusatz schreiben. Knoblauchsoße wieder über die Pizza schütten. Ihr Säcke. Und das zack, zack. Ja, ist bei mir hier oben. Was heißt bei mir hier oben? Da, wo der Sam wohnt? Oder da, wo du vorher auch warst? Nur ein paar Straßen weiter. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Jetzt habe ich das wieder vergessen. Nein, wo Kobi wohnt. Ah, okay. Ja, da war es ja gestern gewesen, ne? Und hab zusammen getrunken und so. Gechillt. Ah, den brauche ich auch. Den nehme ich als nächstes rein. Das Essen ist bereit. Ah, irgendwas wollte ich doch jetzt noch wissen, ey. Mann, ich glaube, den Onkel wollte ich irgendwas fragen. Ach so, jetzt weiß ich's wieder. Onkel, am 3. Februar kommt Godzilla 2 bei Netflix online. Kannst du dir ja dann ab da mal genehmigen, den Film. Der ist auf jeden Fall gut. Ich habe gestern ein bisschen rumgestöbert und geguckt, wann der online kommt. Ab 3. Februar. Oh, die Runde werde ich verlieren. Ja. Ich mache zwar gut Schaden, aber... Ja, der hat so viele. Aber guck mal, das war jetzt ein Champion mehr, hätte ich gewonnen. Die sind fast bei, die haben glaube ich nur 1 HP oder so. So knapp, aber wirklich knapp. Richtig knapp. Ja, ich brauche definitiv die Meisterschützen noch auf 4, deswegen nehme ich gleich Teemo rein. Dann habe ich nämlich zugleich noch Geist und Angriffstempo ist sehr wichtig.
So, ich bräuchte eigentlich dieses Item hier. Dann kann ich nochmal einen Schutzengel machen. Wenn der Braum einfach wiederkommt als Tank, der nervt die Gegner ohne Ende. Naja, komm, komm. Geh aus. Ja, ja. Fein. Echt knapp, war richtig knapp. Aber ich bin immer noch Erster, deswegen. Aber habe ich ja am Anfang immer. Die ganze Zeit war ich Erster. Und am Ende dann schlagartig verliere ich. Und dann verliere ich so viel Lebensenergie, dass ich dann sofort im Arsch bin. Das Essen ist bereitet. Gibt gute Items. So. So, hier haben wir auf einen Champion anwenden, um dem Händler speziell das zu geben. Und hier umgestaltet auf einen Champion am Allgegen von ihm zu entfernen und neue Gegenstände umzuwandeln. Und das hier haben wir noch, die Träne. Gib ich dir erstmal. Ich kann aber nichts umwandeln oder ich will auch nichts umwandeln. Wie lange machst du heute? Ja, ich mache jetzt hier nach erstmal Pause, weil ich gleich mein Workout mache. Mein Workout. Und dann mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, aber vielleicht werde ich, bevor Onkel live geht, nochmal eine Runde Jurassic Park machen. Das wollte ich nämlich auch mal machen. Meinen Park weiterbauen. Oder es gibt ja jetzt diesen Zusatz Jurassic World Return to Jurassic Park. Einfach mal so ein bisschen. Das ist auch kein Story-Game. Das kann man einfach mal so ein Stündchen bauen. Hatte ich eigentlich noch vorgehabt. Aber Sport ist wichtig. Heute ist Schulter dran. Und das muss ich durchziehen. Gestern war ich Holzhacken. Und ich habe richtig Muskelkater. Yeah. Oh yeah, den nehmen wir gleich. Und dann war ich eigentlich ganz fleißig. Ja, ob ich die Samira kriege, ist halt wieder so ein Rätsel, ne? Ich bräuchte auch den Braum noch auf 2. Oh, ich habe viel zu viele Einser noch. Schade. Schade, schade. Das ging in die Hose. Ja, ich muss jetzt definitiv schnell die Meisterschützen auf 4 haben. Wie du schon sagst, die bringen sonst überhaupt nichts. Wenn ich davon nur 3 habe, bringt das absolut gar nichts. Drachen ist gut. Dann gucke ich das Game noch, dann essen, machen, duschen, dann zocken. Ja. Das hört sich doch nach einem richtig guten Sonntag an. Ja, der Sonntag muss auch entspannt sein. Wie viel Quadratmeter Wohnung hast du denn? So ist es. Ich bin froh, dass ich auch keinen Delay habe, weil wenn ich mit dir rede und so, ruckzuck antwortest du, also das läuft. So, ich gebe dir erstmal die Wrench Blade hier, dann kannst du mal Gas geben. So, und das ist critical. Critical auf den ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich mach das jetzt mal. Das Item da. Gucken wir mal. Hauptsache, ich mache ein bisschen Schaden. So, dich habe ich auch. Sehr gut. Wenn ich die noch auf 3 kriege, morgen um 7 habe wieder Arbeit. Also. Ja, du machst ja deine Ausbildung, ne? Sei froh, dass du keine Kurzarbeit hast. Aber ich sag immer wieder, Schilder braucht das Land. Ach, komm schon. Ah, immer so knapp. Nee, das geht mir so auf den Sack, dass die immer so knapp gewinnen. Das Essen ist bereitet. So. Immer so knapp. Aber jetzt wird besser. Jetzt habe ich die Meisterschütze auf. Mach keine Schilder. Achso, okay. Was, wie genau heißt jetzt deine Ausbildung? Ich brauche jetzt noch den und Samira. Oh Gott. Dann muss ich später die Drachen wegnehmen. Weil das sind noch 2 Stück. Das heißt Stufe 7 und Stufe 8. Glaub nicht, dass ich die so schnell voll kriege. Ah, da ist Braum. Industriemechaniker und Standhalter. Ey, das habe ich auch gelernt.
Das war mein erster Gesellenbrief. Der hängt noch irgendwo. Industriemechaniker. / Schlosser. Mein Schild ist mein Schwert. Kannst du Wick schweißen? Ich habe. Hast du auch reingeschrieben so? Mach mal Knoblauchsoße drauf, sonst klatscht es an der Tür. Ja, ich liebe Wickschweißen. Gott, ich habe so viele Geländer, was ich alles gebaut habe. Ich habe hier in den Nachbardörfer Geländer und so was eingebaut. Ja. Das sowieso, mag es immer. Aber Wick ist, machst du ja wahrscheinlich auch noch so einen Lehrgang. Ja, aber ich meine mit dem Satz noch dabei. Mach die Soße drauf, sonst klatscht es an der Tür. Ich zieh dir die Maske vom Kopf. ja, sauber. Ja! Endlich mal ein knapper Sieg, ey. Nicht immer dieses Verlieren. Ja, ich kann beides. Ist auf jeden Fall cool. Mit Wolfram. Schön. Ist eine schöne Lehre. Die geht auch noch 3,5 Jahre, ne? Dam, 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 da, 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 da. So. Ich bräuchte das hier. Oh yeah. Wehe, du klaust mir das, was ich brauche. Da flipp ich aus. Haha, sehr geil. Hand of Justice für meinen Drachen. So wie ich es oben geschrieben habe, bestell da so oft, bin da per Du und alles. Ah, das ist schön. Jetzt habe ich vielleicht sogar gleich noch einen auf 3 hier. Muss ja auch mal sein, ne? Kann ja nicht alles schlecht sein. Jawohl, habe ich einen auf 3. Das ist ja ein Heimspiel heute hier. Jawohl, und Braum auch noch auf 2. Sehr schön. Jetzt brauche ich definitiv noch Timo auf 2. Dann habe ich schon mal alle auf 2. Dann brauche ich Inchen noch und Samira. Eieiei. Also Quadratmeter habe ich nicht gefunden, aber glaub, sind an die 40. Ah, das reicht doch für dich. Ich meine, du bist ja eine große Bohnenstange, so dünn und so. Kannst du dich gut fortbewegen. Hast du denn schönes Badezimmer? Dusche? Oder hast du eine Badewanne? Komm schon, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Ich habe einen Dreier, komm schon, ja. Und einen Sieg. Einen Sieg habe ich verbucht. So. Hab eine Badewanne, die ich oben zumachen kann zum Duschen. Ah, cool. Also all in. Ist natürlich auch geil, ne? Kannst du dann Badmöbel für 400 Euro. Ah, hast du dich also mal richtig... Ja, dann schick mir mal ein Video. Weil ich weiß dann noch, wie du vorher da gehaust hast. Hast jetzt mal richtig Kohle ausgegeben, ne? Ja, jetzt verdienst du ja auch mal was. Als Industriemechaniker. Ja, mache ich schon. Ja, und was ich gut finde, ist, dass du keine Kurzarbeit hast. Weil, den hätte ich fast rausgeholt. Fast rausgehauen. Weil du es gerade sagtest mit Workout. Ich tendiere auf 18 Uhr, da schaffst du noch einen Stream. Okay. Das ist gut. Ja, ist klar, muss ja. Hast du auch Trainingsgeräte zu Hause? Oder gut, ich meine, als Industriemechaniker baust du ja eh Fitness auf, wenn du den ganzen Tag mit der Flex da rumarbeitest und so. Also, ich sag mal so, durch die erste Lehre, die ich hatte, war ich richtig fit geworden. Also, richtig, richtig fit. Der alte Olaf. Was können, wen könnte ich? Ja, der könnte jetzt zweimal, kann ich öfters den Pfeil werfen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Achso, ich könnte jetzt natürlich noch gucken, dass ich noch Meisterschützen reinkriege, wenn ich das hier nehme. Ja, das war mein Ziel. Und dich brauche ich auch noch. Geil. War eine gute Sache, dass ich das jetzt gemacht habe.
Hab ihn aber, ja, ich weiß. Also ich kann dir sagen, also mit 3,5 Jahre Schlosserlehre, das ist, ey, da hast du Kraft, Ausdauer ohne Ende. Die fetten Stahlträger, die ich immer schleppen musste und alles, oder den fetten Hammer, den Motek, auf der Leiter oben an der Wand, ah, ganz knapp verloren. Ey, da, der Hammer war damals, wo ich da angefangen habe, ich habe ja mit 15 angefangen, da war der Hammer war schwerer als ich. Bin fast umgefallen. Will ja versuchen, dir nicht in den Stream zu fahren. Ja, umgekehrt genauso. Ja. Mal gucken. Sonst, ich habe ja heute gestreamt, sonst mache ich morgen wieder. Weil definitiv ist mein Workout wichtig. Und weiß nicht, wie lange ich brauche. Essen muss ich gleich auch noch. Ich habe voll Bock auf Frikadelle. Hattest du das denn mitbekommen, Onkel, dass ich hatte vorhin gesagt, dass Godzilla 2 ab 3. Februar bei Netflix online geht? Das heißt, dann ist er erstmal ein paar Monate drin. Falls du dann mal Lust und Zeit hast, kannst du dir da was reinziehen. Guck mal, wie alle hauen sie drauf und der lebt immer noch. Aber leider sind die anderen alle tot. So, ich möchte auf jeden Fall gleich... Weiß nicht, ob das schon reicht hier. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit zu verlieren. Ich hau mal rein hier. Ein bisschen noch. Aber ich will jetzt dich noch drin haben. Gleich. Achso, der macht ja eh noch Speed. Dann musst du hier hin. So. Das ist nämlich ganz gut. Der macht nämlich Attack Speed noch nach oben. Schon voll verpennt. Schon 3:30, boah. Ja, das ist ja leider das Schlimme beim Zocken, ne? Die Zeit rennt. Ja, hab alles mitbekommen. Du läufst auf dem TV. Kommt nur nichts schreiben. Weil Chat auch mehr. Ja, alles gut. Ich wollte nur, dass du das gehört hast. Ich habe gestern... Oh, ich habe gewonnen. Gestern nochmal nachgeguckt. Ich hatte den mir mal gekauft. Also, ich habe den in meiner... im Playstore drin. Über die Playstation. Weil wir den ersten... Oh, da ist Samira. Weil wir den ersten Teil geguckt hatten. Und dann wollten die Rasselbande wollte dann den zweiten sehen. Aber hier der kurze Teaser sieht geil. Achso, heute ist Sonntag, ne? Es wird heute kommt der erste Trailer zu dem Film raus, wo ich schon ewig drauf warte. Bedeutet, dass im Laufe des Tages, ach, ich hätte den Frontkämpfer nehmen sollen, ich Vollidiot, hätte ich den auch noch gehabt hier. Ach, ich bin so blöd. Jetzt habe ich nie aufgepasst, weil ich gequatscht habe. Ich werde gleich mal gucken bei KinoCheck, ob der schon online ist. Der erste Trailer zum Film. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Fidralala. King Kong gegen Godzilla. Und ich bin ja... Oder Godzilla gegen King Kong. Aber wo du mir gestern sagtest, hier mit Amerika und so, na, ich war, und damals 1962 hatte auch King Kong gewonnen. In dem ganz alten Film, wo da noch richtige Stofftiere waren. Ich kann mir vorstellen, dass die den wieder gewinnen lassen. Oder es ist so ganz knapp, dass der King Kong vielleicht kurz davor ist, den Godzilla zu töten. Und dann kommt ja, ist ja noch ein anderes Monster, was da kommt. Und dass King Kong dann sagt, ey, komm, wir machen uns, wir sind Partner, klatschen wir den anderen lieber. Und dann steht Godzilla auf und schwimmt am Schluss des Films traurig alleine im Meer weg. Bis jetzt ist noch nicht okay. Ja, heute soll er öffentlich kommen. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auch so eine öffentliche Zeit, so 18 Uhr oder so. Haben die aber geschrieben, am Sonntag soll der erste Trailer kommen. Aber was man so gesehen hat im Teaser, wie der dann so mit den Handschellen auf dem Flugzeugträger und dann kommt Godzilla aus dem Wasser geschossen. Das sah schon geil aus. Und die haben geschrieben, also der zweite Teil war ja schon extrem geil. Viel Gemetzel. Und die haben gesagt, dass noch mehr Gemetzel drin sein wird. Also, kann es kaum erwarten. Ah, ja, der ist auch gut, der Film, Alita. Soll wohl zu Disney Plus kommen. Der kam richtig gut an, der Film. So, ich habe einen rausgedonnert. Ich habe einen rausgedonnert. Und wie ihr seht, ich bin unter den ersten 4. Und ich bin immer noch Erster. Also die Kombo ist bis jetzt echt gut.
Ja, ich müsste jetzt noch die Samira bekommen, aber... Tja. Aber ich müsste auch Stufe 8 noch sein. Und das ist alles so... Kann sein, dass ich das nicht erreichen werde. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht werde ich Dritter oder Zweiter. Dann kriege ich erst einmal wieder Punkte. Weil wenn ich jetzt nochmal verlieren würde, wäre ich auch abgestiegen, glaube ich. Erstmal alle loswerden. Und die Rüstung kriegst du, mein dicker Vetter. 3 Sterne. Ah, geile Filme. Ja, ich hoffe, dass auch WandaVision, dass das bald mit Farbe losgeht. Die ersten 2 Folgen waren sehr gewöhnungsbedürftig. Aber so war früher Fernsehen. Und da war man froh, dass man sowas hatte. Slapstick. Mega bekannt früher. Und dann noch dieses Lachen im Hintergrund, damit man auch weiß, wann man lachen sollte. Okay, jetzt habe ich mal eine Runde verloren. Eieieiei. Aua. Also wenn man jetzt verliert, ist man noch schneller weg. Also es sind nur noch 3 Stück drin. Ich könnte jetzt schon auch schon Dritter werden. Ja, dich kriege ich hier inne mehr. Ich versuche gleich nochmal schnell alles auf Stufe 8, aber ich glaube nicht, dass ich noch den Samira bekommen werde, die Samira. Ah, ich hätte Frontkämpfer nehmen sollen. Dann hätte ich noch den Combo auch noch gehabt. Ah, naja. Nee, kam eben nicht gut an. Das war ja das Problem bei der zweiten. Ja. Ja, ich hoffe, die machen was draus. Avatar soll ja auch noch kommen, ne? Jede Menge Filme. Ah, da soll noch so vieles kommen. Ich bin ja erstmal froh, wenn wir überhaupt dieses Jahr nochmal vielleicht ins Kino dürfen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Die erste Folge WandaVision wurde wirklich... Kleiner Fun Fact. Okay, cool. Hey, es war nicht schlecht, ne? Aber wir sind halt von der Zeit her, wir kennen das halt nicht, Slapstick. Das war ja auch noch früher vor unserer Zeit. Obwohl wir diese Comedy... Ne, ich weiß doch, wie heißt das, Ah, da gibt es auch so einen Namen dafür. So wie Two and a Half Men. Das war ja auch so, dass im Hintergrund immer das Lachen angezeigt wurde. Da gibt es auch einen speziellen Namen für solche Serien. Wo dann immer wieder gezeigt wird, jetzt sollst du lachen. Aber ich glaube, ich bin jetzt raus. Ja. War auf jeden Fall geil und ich bin Dritter geworden. Und ich zeig dir jetzt mal kurz was, Onkel. Wegen Sitcom. Ja, Mann, der Name liegt mir auf der Zunge. Sitcom. Genau. Ne, ist schon richtig geschrieben. 28 Punkte. So, jetzt gehen wir hier raus. Und das ist sozusagen TFT. Dann hast du halt... Ach, guck mal, ich krieg ein Ei. Da krieg ich ein Ei. Du hast halt hier sozusagen... Na, gehen wir mal rüber. Was ist da los? Hallo. Ah ja. Hier kannst du halt... Ne, musst du kaufen. Dann kriegst du halt alle Kristalle und so. Und es gibt halt teilweise auch Gratis-Sachen, so wo Gratis dran steht. Und dann kannst du halt aufsteigen. Umso mehr du kämpfst. Das ist dann nochmal hier, was du so nebenbei bekommst. Und da gibt es noch Missionen. Und wenn du spielen gehst, Start... Spielen, dann TFT, Rangliste. Dann steht halt hier Silber 28, dann kommst du als Silber 3 und so weiter. Das geht dann bis, ich glaube, hier gibt es auch Challenger, aber so weit bin ich auch noch nie gekommen. Dann hast du hier noch ein bisschen, kannst du deine deine Arena kannst du umändern. Hier ist dieses kleine Figur, wo du rumrennst. Die erste Folge war eine Hommage an uralte Sitcoms. Ja, genau. Und die zweite war eine Hommage an die Bewitched-Serie. Machst du nur Ei auf? Nee, ich mache jetzt meinen Workout, mein Lieben. Ich muss Sport machen. Ich falle noch vom Fleisch ab. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich es heute noch. Ich will dem Onkel
nicht den Stream wegnehmen, falls ihr um 18 Uhr ich mach bald wieder. Ihr könnt auf jeden Fall den Onkel mal besuchen, der macht auch ein richtig schönes Spiel um 18 Uhr. Ich versuche vielleicht vorher noch mal eins zu machen. Mal gucken. Und, ach so, das Ei soll ich aufmachen. Jetzt, mein Gott, ich habe die ganze Zeit gelesen, ob ich noch ein Spiel mache. Ja, ich sollte auch mal richtig lesen. Ne? Also, ich muss erst mal gucken, wo ist mein... Ich mache das Ei auf, ist ja gut. Mein Gott, ich habe die ganze Zeit gelesen, machst du noch ein Spiel auf? Ich habe sogar noch mehr Eier hier. Guck mal, ich bin voller Eier. Ja. Ist ja gut. Ich werde jetzt dieses Jahr 35. Ja, ich bin ein alter Mann. Ein Minen-Maulwurftaucher. Ach du heilige Wurst, ey. Nehmen wir. Und dann habe ich noch hier sowas. Was ist das denn hier für ein Ei? Seltenheit. Kleine Legende. Okay. Ui. Verlorene Silberschwinge. Der sieht aber eher so traurig aus. Aber gut, den. Ey. Auf 2. Ja, saugeil. Das ist ja Wahnsinn. Was kann ich denn damit machen? Mit den Stickern? Kann ich auch öffnen? Ach du heilige Sache. Oh Gott. Kann ich jetzt mein Leben lang, kann ich jetzt Sticker öffnen hier? Ich komme heute nicht. Ich komme heute nicht zum Essen. Ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, Sticker zu öffnen. Aber wenn ihr die ganze Zeit nice und so sagt, dann waren das bestimmt gute Sachen, oder? Krank? What the fuck? Mega krass. Ich werde 39. Ja. Ja, stimmt. Nächstes Jahr 40, ne? Da müssen wir uns auf jeden Fall mal sehen, wenn Corona nicht im Weg ist. Also 40 ist schon Datum, ey. Kann ich euch hier eigentlich verschenken oder so? Ihr sagt hier mega krass und so. Der Little Legend. Ist der gut? Ja, dann kann ich den ja einsetzen, ne? Wartet mal. Bevor ich das wieder vergesse. Little Legend. Welcher ist er denn jetzt? Gottes Willen. Der hat auf jeden Fall 2 Sterne gehabt, ne? Der war das, ne? Ne, Maulwurf Stufe 2. Ich hatte doch einen anderen noch, ne? Der hier? Siegreiches Phantom? Ne, der war das, ne? Das war der, den ihr meintet, ne? Aber das zweite Ei war wild, okay? Ich bin auch wild. So, den... Ihr meintet doch den jetzt, ne? Den fandet ihr so toll, ne? Legend und so. Ja, okay. Den habe ich jetzt drin. Yeah. Muss ich dann auf jeden Fall mal zocken. Ich öffne jetzt nochmal die anderen Sachen. Hier habe ich noch, kann ich noch eine Kiste öffnen. Ihr kennt euch ja damit aus hier. Taucher Gragas. Hab sie, hab sie. Okay. Was kann ich mit dem Buch machen? Eieiei. Was ist das hier? Kriegskönigin Marken. Und das hier, kann ich das auch öffnen? Nö. Schlüssel. Das sind auch noch so Sachen, die ich habe. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal hier noch auf. Taucher Gragas Beste. Ich krieg ja voll die geilen Sachen. Ich verstehe kein Wort und ihr sagt hier voll geil und so. Ist wie am Flohmarkt. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Hat wirklich was von Pokémon. Ja. Guck, wütendes Kätzchen. Oh, das könnte die Katze von dir sein. Ihr habt doch noch Katzen, ne, Sam? Ernsthaft. Ja, die passen aber gerade, die Emojis, was ich so denke hier. Mann, ich muss jeden einzelnen anklicken, ey. Kann ich nicht direkt alle öffnen? Naja, ja, wäre zu einfach, ne? Meins. Passt auch zu einer Katze. Der lacht sich kaputt, der Onkel. Ja, ich lache mich auch kaputt hier. Yippie, die Emojis. Kann ich mit dem Sticker, kann ich meine Wände tapezieren. Warum habe ich eigentlich so... Oh, was ist das denn? Vielleicht nächstes Mal. Das ist cool. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele davon habe. Keiner sammelt 17 davon. Ja, ich bin ja auch, ne, ich bin ja auch außergewöhnlich in NRW, ne. Das ist alles anders. Oh, Herzensbrecher. Ich weiß nicht, warum ich 17 Sticker habe. Hättet ihr mir nicht drauf zugewiesen, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann 300 da stehen oder so. Kranke Schädel, Alter. Was soll das? Ist das krank? Okay, weiter geht's.
Krachende Schädel. Vitamin C. Hier, das passt zu deinem Tiefstar. Durch TFT hast du bestimmt. Durch den Pass, ja, ey. Ja, bin ich ja froh, dass ich euch Profis hab. Krakende, ja. Ich finde aber krank viel besser. War ich das etwa? War ich das etwa? Passt ja. Die Frauen wieder, ne? War ich das etwa? Was haben wir denn noch hier? Harte Zeiten, boah, yo, ey. Das passt zu Corona, oder? Harte Zeiten. So, ich habe meine 38.642 Sticker aufgemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Schlüssel, mir fehlen noch Kisten. Kann ich Kisten eigentlich kaufen? Ich habe ja hier so Kristalle und so. Wie war das denn nochmal? Shop. Aber Kisten, weiß ja nicht, wie teuer oder was kosten denn Kisten? Ich weiß gar nicht, wo ich die finde. Da. Kriege ich nur mit Data. Okay, kann ich nicht mit Dings kaufen. Das waren 8.365. Ja, sag ich doch. Schlüssel, Schlüssel. Keys of Love. Ich kann ja auch mal, Onkel, wenn du mal nochmal Zeit hast und guckst, kann ich dir mal das Normale zeigen. Und zwar, wenn man dann spielt. Und dann gehst du hier auf Spielen. Und dann geht man auf Kluft der Beschwörer. Und dann Solo-Duo. Und dann ist das hier mit diesen, wo du die Heimatbasis kaputt machst. Das könnte ich ja auch mal zocken. Das ist halt das normale League, womit alles angefangen hat. Das ist Aram. Das ist auch hier ein bisschen kleinere Map. Da sind die Helden alle nebeneinander auf einer Line. Und das ist das, was ich die ganze spiele. Teamfight Tactics. Dass man da sozusagen das Strategiespiel davon. Und dann kann es passieren, dass du auf einmal 17 Sticker in deinem Beutekasten hast und die Leute sagen, what the fuck, was ist das denn? Was ist das hier? Ah ja, sehr schön. Kleine Legenden. Ey, der coolste in deiner Friendlist. Ja, hier, das ist, guck mal, Gold 4, da ist der Profi hier. Der Rasil ist Gold 4. Sam hat sich wieder versteckt. Wo ist der denn? Ich habe gar keine Ahnung, was das alles für Leute hier sind. Alter, was habe ich denn alles für Leute hier drin? So Gott, guck mal, warst du das nicht auch mal? Das ist so viel. Da. Just Swarm ist auch dabei. Steht aber gar nichts. Profilanzeigen. Platin 3 müsste da stehen. Ja, Platin 3. 75 Punkte, das heißt zweimal. Lauter Skins. Kann ich damit irgendwas machen? Sammlung. Kann ich die verkaufen? Ich mache einen Laden auf. Kann ich die auch noch einsetzen hier? Freischalten. Für Marken. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Weiter oben bin ich. Ja, ja, du bist ganz oben da. The Final Spark. Klingt wie bei Revano. Liest immer den Anfang, das Ende liest der, lässt er weg. Müssen wir mal drauf achten. Voll witzig. Ja, sicher. Ich lese immer nur, weil ich Lust habe. Ne, du sagst 8.364, hast dich verzählt. Ach so, meinst du? Ja, ja, ich. Ein mehr. Ach, verdammt. Ja, aber das zeige ich dir mal mit den Skins. Alles klar, Meister. Ja, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann muss ich euch Challenger fragen. Aber ich will jetzt auch mal, dass ihr mal schön Diamant oder Master werdet. Ich sag's euch hier, ganz wichtig hier unten. Kommunalrecht, Beschlussfähigkeit. Eieiei. Ja, da mit solchen Themen beschäftige ich mich. So true. So, ihr Hübschen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall mal meinen Workout machen. Bis der Bizeps platzt. Und du, Rasil, schick mir nochmal ein Video von deiner Wohnung. Und Just Swarm, du wolltest mir auch mal ein Video machen. Schon vor 2 Jahren oder so. Habe ich bis jetzt immer noch nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, wie dein Zimmer aussieht. Also, so geht das nicht. Wenn du das nicht endlich schickst, ja, dann sammle ich nochmal 35 Sticker. Und öffne sie, wenn du da bist. Ne? Damit wir uns verstanden haben. Bist du Final Spark? Haha. Frohes Workout. Ja. Aber sowas von. Ich habe jetzt, glaube ich, auch meinen Affiliate aktiviert. Mal gucken. Oh ja, kann sein. Ja, denk mal dran. Du hast immer gesagt, du hast es schon fertig, hast aber nie abgesendet. Ist bestimmt immer noch in der Kurzwahlspeicherung drin. Bitte senden. Aber ist wirklich schon 2 Jahre her. Das war schon 3. 2018 war das. Ja, Haribo und Cola. Ja. Ich mache zurzeit ja so ein Intervallfasten. 16 Stunden Fasten,
8 Stunden essen wie ein Schwein. Es läuft, es läuft. Achso, Onkel, hier die Rasil und Just Swarm, das sind wirklich Brüder. Also die sind Brüder. Und so wie die Brüder sind, reden die auch oder schreiben die auch. Ewiges Dissen. Wer ist der beste Bruder, ne? Wer ist der beste Bruder im Land? Oder in Bayern, besser gesagt. Habt ihr so. Und ich will, dass ihr nachher auch mal auf jeden Fall ein paar Rankeds zockt und dann auch mal gewinnt, ne? Normal ich. Sagt man nicht immer, der erste, der ältere Bruder ist der beste? Gibt keine Fragen. Was sagt denn Swarm dazu, hä? Wer ist der beste Bruder in Bayern? Wisst ihr, was ich nachher mache? Ich gehe erstmal um 21 Uhr vor die Haustür, ja? Das dürft ihr gar nicht. Ich werde um 21 Uhr, ja, werde ich vor die Haustür gehen und einfach die frische Luft genießen, ja? Er sagt 10er. Achso, und Onkel, hier, Thüringen beschließt, vielleicht bis Ostern die Schulen zu schließen. Das heißt, kann sein, dass deine Kinder erstmal locker bis Ostern zu Hause bleiben müssen. Abgehoben, oha. Ich halte mich da auch sicher dran. Er sagt 10er. Ja, ihr werdet schon chillen, einfach mal. Ja. Und da kommt nicht die Polizei mit Blaulicht an. Sie verlassen das Sperrgebiet. Die Karte ist zu Ende. Sie haben 10 Sekunden wieder in ihr Gebäude zu stürmen. Ja, was sind das für Zeiten, ne? Hättet ihr das jemals gedacht, dass man 2020, dass die Welt so eingeschränkt wird, dass das Leben nicht mehr so ist, wie es jetzt ist oder wie es mal war? Niemals. Dass man nicht mehr ins Kino gehen kann, dass man nicht mehr ins Restaurant kann. Wahnsinn. Wurde vor ein paar Tagen um 5 Uhr nachmittags kontrolliert. Komplett. Echt? Ja, ich habe gelesen, dass Bayern auch schon Impfpass ausstellen will. Auf der einen Seite schön, aber es ist schwierig, den Schulstoff zu erklären. Ja. Komplette Taschenkontrolle. Wollte nur Kippen holen. Alter, 500 Euro. Also ich sag mal so, ne? Ich habe immer das Gefühl, dass der Staat Geld braucht. Mitten auf der Hauptstraße. Hast keine Maske aufgehabt, hä? Haben sie in deinen Hosen rumgewühlt und haben gesagt, tragen sie ihre Taschenlampe dabei, ja? Ja, 500 Euro, ey. Aber wir haben das auch. Da war einer, der hat, da war eine Pommesbude offen, du kannst ja Essen noch bestellen, darfst aber nur mitnehmen. Und der hat das dann, das war eine Bratwurst gewesen, der hat die dann gekauft und direkt auf die Hand gegessen. Mitten in der Innenstadt. Direkt 250 Euro Strafe. War es eine Frau gewesen? Vielleicht wollte sie dich einfach mal abtasten. Aber schon heftig, ja. Die haben wirklich Langeweile. Ja, ich meine, man sagt ja immer Abstand und so, weißt du. Man kann ja einen darauf hinweisen, hey, was ist da los? Aber beim Abtasten bist du ja ziemlich nah dran, ne? Irgendwie macht das keinen Sinn. Ja, wir werden, also mein Gefühl sagt mir, dass wir definitiv das Jahr noch schlimmer wird. Also ich glaube nicht, dass Ende des Jahres alles vorbei ist. Wir werden viele Leute impfen, ja. Ich glaube aber nicht, dass, wenn die erste Impfung durch ist, dass wir dann alle wieder normal leben können. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, 2 bis 3 Jahre. Und dann gibt es ja noch die Mutation. Nee, so ein Typ, der das gemacht hat und sie... Und sie hat meinen Ausweis kontrolliert und beide über 50, also nee, danke. Im Prinzip ist es richtig so im Zuge der Kontrollierung, der Ausbreitung, aber krass ist schon, ja. Es sind ganz komische Zustände in der Welt. Aber die müssen ja was eindämmen, weil viele machen noch private Partys mit 1000 Leuten, die Ansteckungsrate geht hoch und ganz ehrlich, ich habe jetzt, die Tage kam jetzt die Meldung, dass wir 50.000 Tote haben in Deutschland, nur durch Corona. Ne? Klar, kann sein, dass die ja noch was anderes hatten, aber es sind halt 50.000 Familien, die ihre Lieben verloren haben. Ne? Und die sind ja nicht alle alt, es waren auch Jüngere dabei. Aber nichtsdestotrotz, wofür, ne? Ich wollte mitten am Tag Kippen holen, alleine. Gibt,
Eben leider genug, die drauf scheißen und viele gefährden, ja. Was Kolonti, die mich da. Ja, die haben sich gedacht, den, der zockt LOL, den möchte ich mal kontrollieren. Ja, müssen wir auch. Wir werden immer weiter eingeschränkt. Das Leben wird immer schwieriger. Und ich sag mal, das geht ja irgendwann noch auf die Psyche, ne? Meine Mutter regt sich auch schon, aber die würde auch mal gerne mal wieder in die Stadt einchoppen gehen und so. Kannst ja alles nicht. Und gerade jetzt endlich in Rente und dann kannst du nichts machen. Außer zu Hause rumhocken. Oder du musst ja auch immer Angst haben, wenn du rausgehst und ein paar Menschen triffst. Oh Gott, ist der infiziert? Ah. Tja, was soll ich euch sagen? Die beste Krankheit taugt nichts, ne? Haha, Zehner haben die das gedacht. Deswegen tut mir einen guten Gefallen, bleibt gesund, schützt eure Familie, bleibt alle gesund, haltet euch so einigermaßen dran und dann kriegen wir die Scheiße schon rum. Naja, also Angst bin ich nicht der Typ für. Ja, nicht in dem Sinne, aber ich denke mal, wenn deine Eltern, so mal als Beispiel, die werden infiziert und die kommen im Krankenhaus, werden beatmet, du darfst sie nicht besuchen und so, würdest du schon Angst haben, die zu verlieren. Also die Angst, ne? Jetzt selber, dass man sagt, ich habe irgendwo Angst vor, ist immer schwierig gesagt. Aber ich sag mal, man wünscht sich auch niemanden aus der Familie zu verlieren an so einem Blödsinn. Ja, siehst du, man ändert sich, man stellt sich drauf ein. Ne? Man passt sich an und man wird automatisch vorsichtiger. Ja, sicher. Klar. Ich finde auch, wenn du jetzt wirklich alleine bist auf einer Straße und keiner da rumrennt, da ist Blödsinn, eine Maske zu tragen, wenn du alleine bist. Wenn da jetzt andere sind, würde ich das schon wieder, ne? Deswegen. Ja. Aber ich sag mal so, vorsichtig und die Masken zu tragen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ja, vielleicht hatten die wirklich gerade Langeweile. Musste einfach mit leben. Ich hatte auch schon mal eine Straßenkontrolle, bin mit dem Auto gefahren und da haben die mich angehalten. Nö, Verkehrskontrolle, hey, hallo. Und dann haben sie kurz geguckt und sind weitergefahren. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Find's lustig irgendwie. Ja. Ja, mal sehen, was noch kommt. Hauptsache, wir bleiben gesund. Ist das Wichtigste. Ja, ich hoffe einfach nur, dass das auch irgendwann mal wieder aufhört. Mann, Mann, Mann. Ich weiß noch damals, Sam, der letzte Film, wo wir zusammen im Kino waren, war John Wick 1. Kannst du dich noch daran erinnern? Wo der die alle abgeballert hat und du saßt dann neben mir, boah, der Typ, der da so in der Disco gelabert hat, ich komme auf ihn zu, direkt Kopfschuss. Das war so geil. Und du so, oh, geil. Ja, macht ja nichts, aber man sollte meinen, die haben genug zu tun, Idioten, rauszuziehen, die Partys machen. Aber vielleicht sahst du halt auch wie ein Verbrecher aus. Ich weiß ja nicht, wie du da rumgelaufen bist, wie so ein Ninja oder so. Hast du hinten auch so ein fettes Blade auf dem Rücken gehabt hier. Ja, Teil 1 und 2 ist drin auf Netflix. Ich glaube, Teil 3 kommt bestimmt auch bald mal. Ah, ich glaube, der ist auf Prime. Der war auch gut. Kommt auf jeden Fall noch ein vierter Teil. Eine Bomberjacke und eine Cap. Ja, du siehst direkt aus wie ein Killer, Mann. Das Witzige ist, wir Nerds waren damals die Unerwähnten. Heute sind wir die Vorzeigebürger. Ja. Wollte ich dir eigentlich noch sagen, dass John Wick läuft. Die habe ich sogar. Ich habe die als Blu-ray mir mal damals gekauft, weil ich den Film so cool fand. Hat ja auch eine gute Rolle. Ist eigentlich eine der besten Filme von Keanu Reeves. Und wie die Polizei an der Tür. Arbeiten Sie wieder? Da liegt die Leiche, weißt du, hinter dem so an der Tür. Arbeiten Sie wieder? geil, ich habe mich kaputt gelacht. So, ihr Hübschen, ich mache jetzt auch meinen Workout. Muss ich bald echt mal. Achso, dass ich wieder geguckt habe. Ja, der legendär, der Film, legendär.
Hitman 3 ist ja rausgekommen, glaube ich, jetzt, ne? Oder kommt jetzt raus. Das ist ja auch ein geiles Spiel. Da bist du ja so ein bisschen wie John Wick. Müsst ihr auch mal zocken. Ist auch ein schönes Spiel für zwischendurch. Naja, jeder fragen, ob er wieder arbeitet. Weil der war echt gut, ey. Muss ich mal Just Chatting oder so heißt das. Und ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich weiß aber nicht, wie ich das einstellen kann. Ich muss mir da auch mal einlesen. Können wir alle mal ein bisschen quaken. Ist auch ganz cool. Aber ich muss jetzt ein bisschen was tun. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, vor dem Onkel noch einen Livestream zu machen. Aber ich werde nachher um 18 Uhr dann bei Onkel drin sein. Könnt ihr ja auch mal besuchen. Onkel TV, ihr seht ja, Schrägstrich nach unten TV. 18 Uhr hat er gesagt. Dann können wir mal ein bisschen weiter quatschen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und dann melde ich mich ab. Ja, also ja, eben. Oder ihr geht einfach auf meinen, stimmt. Ihr könnt auch einfach auf meinen Kanal gehen. Ich hoste ihn ja automatisch. Ja, ist ja gut, hast ja recht. Also egal, was ihr tut, ihr werdet ihn. Passt auf euch auf, ne? Und grüßt alle. Ciao.